Da sind wir wieder in Victoria 3. Und hier sehen wir Schweden, Norwegen und Dänemark. Dänemark ist inzwischen auch unsere Marionette. Das heißt, auch hier Island und Grönland gehört inzwischen zu unserem Bereich. Wir herrschen da nicht direkt drüber. Also es war immer noch König Frederik von Oldenburg, der der Herrscher von Dänemark ist, weil es ist ein eine Marionette. Also sie haben immer noch ihren eigenen Herrscher, auch wenn sie nichts mehr zu entscheiden haben, sozusagen. So kann man das, glaube ich, ganz gut formulieren. Was ich eigentlich nachschauen wollte, ist, was es hier für Rohstoffe gibt oder ob es hier überhaupt Rohstoffe gibt. Fischerei und Wale. Wale produzieren Öl und Fleisch und Viehhöfe. Aber tatsächlich in Grönland ist gar nichts los, so wie es ausschaut. 14.000 Bevölkerung. Und kein einziges Gebäude wurde dort gebaut. Das heißt, die Leute sind alle arbeitslos, oder wie? Kann ich das richtig verstehen? Hier steht nur 4.000 Bauern. Bei 14.000 Bevölkerung. Der Rest wird an Angehörige von Bauern sein. Oder so ähnlich. Und was ist in Island los? Können wir uns das auch mal anschauen? Ja. Island besteht aus einem einzigen Staat. 55.000 Bevölkerung immerhin. Und sie haben einen Fischereianleger, einen Viehhof, einen Hafen. Naja, ist auch nicht gerade besonders. Da gäbe es nämlich Schwefelminen. Die wären doch eigentlich gar nicht so uninteressant. So, ich wollte eigentlich nachschauen, wie ich Skandinavien gründe. Stimmt. Hatte ich auf dem Schirm, aber habe ich dann schon wieder vergessen. Vielleicht ist das hier. Nein, wir könnten die schonen und sie Sapmi könnten wir entlassen in die Unabhängigkeit als Klientelland. Wollen wir aber nicht. Wir wollen stattdessen Skandinavien gründen. Wo wird das passieren? Wo könnte man das machen? Beim Journal. Schweden urbanisieren. Nee. Da unten. Da ist es aber auch nicht. Kampf um Afrika gibt es hier. Da geht es um Kolonialreiche. Aber alles das hilft uns nichts, wenn es darum geht, Skandinavien zu gründen. Hier vielleicht eigentlich. Ne? Also typischerweise müsste das eigentlich. So wie wenn es bei anderen Paradox-Spielen solche Entscheidungen gibt, dann sind die normalerweise hier unter Entscheidungen zu finden. Hier haben wir aber nur die Expedition zur Suche nach der Quelle des Nils. Könnten wir auch machen. Ne? Dafür müssen wir im Schweden sein, das sind wir. Wir brauchen ein Interesse in der Strategieregion Zantsch und wir müssen Chinin erforscht haben. Und mindestens drei schwedische Charaktere. Hat die Rolle General, hat die Rolle Admiral. Haben wir beides? Haben wir einen Admiral auch? Tatsächlich? Ja, wir haben tatsächlich auch einen Admiral. Das könnten wir machen. Den wilden Westen Amerikas kartieren eher nicht, würde ich sagen, weil das ist Sachen der USA. Die große Ausstellung abhalten. Das ist im Prinzip so eine Weltausstellung. Da bräuchten wir eine Kunsthochschule Stufe 10, eine Universitätsstufe 10 oder ein Stadtzentrum Stufe 20. Haben wir nicht. In Sverdlovsk. Wie weit sind wir denn in Sverdlovsk mit dem Stadtzentrum? Schauen wir uns das Ganze mal an. Stadtzentrum 14, ja, aber so viel sind wir da gar nicht mehr entfernt. Wir haben aber immer noch Arbeitermangel, obwohl der Krieg inzwischen vorbei ist. 7000 Leute sind arbeitslos. Die können doch alle hierher. Hier ist doch genug Platz. Ja. Ich hoffe, dass die bald Anstellung finden, diese Leute. Da, hier wird überall eingestellt. Die Wirtschaft brummt. Sehr gut. Aber was ich eigentlich nachschauen wollte, ist, wie wir Skandinavien gründen können. Ist das vielleicht, liebe Institutionen, kann das eigentlich auch nicht sein. Das Kolonialamt könnten wir weiter ausbauen. Oder den Gesetzeshüter weiter ausbauen. Ja, wir haben gerade Aufruhr in unserem Land, deswegen würde ich eher den Gesetzeshüter weiter ausbauen wollen. Ich mache das jetzt einfach mal. Wahrscheinlich wird er sich gleich wieder beschweren. Das haben wir letztes Mal auch schon gemacht. Da hat er sich gleich beschwert, dass wir nicht genug Bürokratie haben. Obwohl wir eigentlich mit 58 drüber sind, weil jede Stufe kostet die 31. Also müssten wir eigentlich das locker schaffen. Naja, hat sich auf jeden Fall letztes Mal beschwert. Gucken wir mal hier weiter. Also ein Gesetz wird das nicht sein, Skandinavien zu gründen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich gucke nur mal ganz schnell, ob ich es finde. Wenn ich es nicht finde, dann müssen wir das aufs nächste Mal verschieben, weil ich werde jetzt hier nicht lange rumsuchen. Wir könnten höchstens in der Wiki suchen, aber die hat man noch gar nicht offen. Ne? Wir haben übrigens in 170 Tagen, hier steht es in 171 Tagen, haben wir eine Wahl. Letztes Mal war die Volkspartei mit 62% der Stimmen. Das sind die Industriellen im Prinzip. Und die Radikale Partei mit 37% der Stimmen. Inzwischen ist die Radikale Partei hier in Amt und Würden getreten. Beteiligt sich an der Regierung, zusammen mit den Streitkräften. Und unser König Oskar Benner dort hat tatsächlich 100% Legitimität. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Muss man auch erstmal hinbekommen. Gut.
So, hier scheint es nicht zu gehen mit Skandinavien-Gründen. Beim Etat könnte ich es mir auch nicht vorstellen. Militär eigentlich auch nicht. Ja, was denn jetzt? Das ist die Pinnwand, die wir hier einstellen können. Das wird es auch nicht sein. Im Journal, wie gesagt, war es nicht mit dabei. Es wurde uns schon mal angezeigt. Ich hatte es schon mal kurzfristig angezeigt, dass wir irgendwas mit Schweden, mit Skandinavien anstellen können. Aber leider finde ich es nicht. Okay, gut. Vielleicht hier oben. Vielleicht hier oben. Wir sind 8 bar. Wie viel Verrufenheit haben wir denn? 3,8. Ja, das ist absolut okay. Das sind alle Modifikatoren, die, unter denen wir leiden, in Anführungszeichen, oder die uns Vorteile schaffen. Und das ist unsere Diplomatie. Aber im Prinzip, tja, unseren König. Unser alter König ist übrigens mit 100 Jahren gestorben. Ja, hier haben wir viele Regierungsaufgaben, Ausgaben. Wir haben auch minus 10% Einkommensteuer für noch 29 Monate. Eieieiei. Da haben wir uns ganz schön was aufgehalst. Da haben wir uns ganz schön was aufgehalst. Also Dänemark gründen. Vorher sagte ich gerade Schweden gründen, jetzt sage ich Dänemark gründen. Ich meine natürlich Skandinavien gründen. Finde ich nicht. Und die Wiki, ist das hier die Wiki? Ja, wenn ich hier mal Skandinavien eingebe, wird mir das auch nicht viel helfen. Vereinigungskandidat. Ein Vereinigungskandidat ist ein Land, das als möglicher Kandidat für eine Vereinigung gilt. Wenn man sich als Vereinigungskandidat qualifiziert, hängt davon ab, welche Nation vereint werden soll. Ist es dann vielleicht doch ein Diplomatiespiel? Interessen erklären. Ich schaue mal, ob hier was ist. Staatsrückgabe, Sklaverei, Regime, Marktöffnung, Klientellandübertragung, Kleinhalten, Dominieren, Demütigung. Okay, dann schaue ich mal hier. Zu unserer Zollunion wechseln. Zollunion, ja, wir können Dänemark in die Zollunion reinholen, aber viel lieber wäre es mir tatsächlich zu vereinigen. Hauptstadt ändern, Staat inkorporieren, vielleicht ist es hier. Nee, das sind die Erlasse, da kann es eigentlich auch nicht sein. Bausektor, Regierungsverwaltung, das kann nicht sein. Das hier ist der Bausektor, das ist die Militärlinse, die hilft uns wahrscheinlich auch nicht viel. Genau, die hilft uns auch nicht viel und der Handel wird uns auch nicht viel helfen. Also es müsste schon hier die Politiklinse sein. Nee, Quatsch, die Diplomatielinse. Und es müsste eigentlich das Diplomatiespiel hier sein. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich es übersehen habe. Aber ich glaube nicht. Wir könnten tatsächlich 18 Mal Marionettenzwang beginnen. Das ist interessant. Regimewechsel könnten wir erzwingen. Vertragshaft könnten wir erzwingen. Wen könnten wir das zur Marionette machen? Aha. Spanien. Wir könnten tatsächlich Spanien zur Marionette machen. Aber dafür bräuchten wir einen höheren Rang. Und ich glaube, sie sind schon Großmacht, oder? Wir können gar keinen höheren Rang haben. Wir können Persien zur Marionette machen. Das ist interessant. Aber der Krieg wird relativ schwierig werden, weil wir keine Grenze mit Persien haben. Und da müssten wir irgendwie von Wasser an landen. Und das wird uns nicht gelingen. Das gelang uns ja hier schon in Oyo nicht. Was ja schon ein ziemlich kleines Land ist. Ja, also das kommt alles nicht in Frage. Naja, ich weiß es nicht. Ich schaue nochmal ganz kurz hier rein. Wie hieß das nochmal? Vereinigungskandidat. Ich schau mal hier Vereinigung rein, ob uns da was angezeigt wird. Ein Vereinigungsunterstützer ist ein Land, das einen bestimmten Vereinigungskandidaten unterstützt. Sollte die Vereinigung erfolgreich sein, wird der Vereinigungsunterstützer ein Teil der Vereinigung. Landesvereinigung. Der Akt der Vereinigung und der Bildung eines neuen Landes. Jetzt kommen wir der Sache, glaube ich, eher auf die Spur. Aus mehreren Ländern wird Vereinigung genannt. Ein Land kann gebildet werden, wenn man eine bestimmte Zahl an Staaten in der Region des neuen Landes kontrolliert. Eine Großvereinigung erlaubt es Ländern, Vereinigungskandidat zu werden, was ihnen Zugriff auf das Diplomatiespiel Vereinigung gewährt. Eine Großvereinigung. Dieses Diplomatiespiel bietet die Kriegsziele, um alle dafür erforderlichen Staaten und Länder zu annektieren. Während es bei einer Kleinvereinigung keine Vereinigungskandidaten gibt und man ein Land nur bilden kann, wenn man die erforderlichen Staaten bereits kontrolliert. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Die Frage ist nur, wie können wir die Großvereinigung und die Kleinvereinigung starten? Wo finde ich die? Schau mal, Großvereinigung. Großmacht. Nee, nicht Großmacht, sondern Großvereinigung. Ich gebe mal Kleinvereinigung rein. Vielleicht findet er da was. Nee, da findet er nur Kleinmacht. Okay.
Vereinigung. Ich schau doch nochmal, ob das hier kurz was, ob hier was dasteht. Nee. Wir warten mal, vielleicht kommt da gleich was. Da ist auch nichts. Warenzufuhr knapp, was Seide angeht. Ja, wir müssen mehr Seide importieren. Da kümmere ich mich mal drum. So, Seide importieren. Wo ist die Seide? Hier ist die Seide. Wir importieren Seide aus Großbritannien, würde ich sagen. Weil da haben wir nämlich auch einen Handelsvertrag. Mit Frankreich inzwischen, glaube ich, auch. Genau. Das ist sehr schön. Also nehmen wir mal Großbritannien. Und nehmen wir... Wir könnten auch noch Österreich nehmen. Das kostet uns aber wieder Bürokratiekosten. Ja, und Persien auch. Wir nehmen mal... Ich hoffe, das reicht schon. Wenn wir jetzt mal Großbritannien hier nehmen. Wir wollen die Proportionalsteuern einführen. Die würden uns... Das würde uns sehr viel... Steuern bringen, aber im Moment haben wir nicht so viel Erfolg. Im Krieg Verwundete wurde beendet und das Embargo wurde gebrochen. Beziehungen zwischen dem Norddeutschen Bund und Österreich sind schlecht. Ja, das glaube ich. Die hatten ja vor kürzlich erst einen Krieg. Was ist denn das hier jetzt? Dieses Graue hier. Ist das ein eigenes Land? Schlesien? Das ist ein eigenes Land, ne? Ist es ein Staat im Norddeutschen Bund? Ne, es ist tatsächlich, es gehört zum Norddeutschen Bund. Achso, wir sind gerade im Handelsfenster, deswegen. Ja, ja, okay. Wir waren gerade im Handelsfenster, das gehört alles zum Norddeutschen Bund. Hätte mich auch gewundert, wenn sich da irgendwas selbstständig erklärt hätte. Wie geht's Bayern inzwischen eigentlich? Es hat ein Bündnis mit Württemberg, Rivalität mit Baden und ein Verteidigungspakt mit Österreich und eine Zollunion mit Österreich. Es tendiert also mehr Richtung Österreich, aber ich bin mir relativ sicher, der Norddeutsche Bund würde Bayern auch ganz gerne sich einverleiben. Ja, wahrscheinlich. Kopfsteuern bewahren und eine Wahl. Ja, das wissen wir schon. Unser Rang ist Platz 11, was ja ganz schön ist eigentlich. Prestigestand wird 300. 17.000 Bruttoinlandsprodukt, 17 Millionen Bruttoinlandsprodukt, Entschuldigung, und 21,6 Lebensstandard. Ich glaube, der Lebensstandard ist relativ hoch, ne? Ja, da sind wir sogar auf Platz 1 von der ganzen Welt. Und Bevölkerung, wo sind wir da? Oh, da sind wir ganz weit unten. Hier. Oh, nur 3,8 Millionen Bevölkerung. Das sind auch sehr viele große Länder. Aber Portugal ist jetzt auch nicht so viel größer. Portugal ist sehr viel kleiner wie wir sogar. Hat aber wie viel? Warte mal, wo war es? Hier, 9 Millionen. 9 Millionen Bevölkerung, also ungefähr dreimal so viel. Tja. Aber immerhin sind wir eine Mittelmacht. Das ist doch schon mal schön. Das ist schon mal schön. Wir sind als Kleinmacht gestartet und sind jetzt eine Mittelmacht. Wir sollen übrigens das Militär vergrößern. Das mache ich dann, wenn wir wieder ein bisschen mehr im Plus sind. Wir sind im Moment super im Minus, weil ich ja leider jemanden versprochen habe. Ich glaube, der Mittelschicht habe ich versprochen, dass wir Steuersenkungen machen, damit sie unsere Proportionalsteuern dafür unterstützen. Glas ist teuer, Stahl ist teuer. Da müssen wir uns kümmern. Kriegsschiffe sind teuer. Wir haben einige unproduktive Handelsrouten, die Motoren betreffend. Und wir benötigen Konvois, können erklärte Interessen, genau, und haben eine ungesunde Regierung, weil wir so viel Minus machen. Ja. Ja, das ist nicht schön. Das ist tatsächlich überhaupt nicht schön. Glas hat auch eine Knappheit und Neuland ist im Aufruhr. So, ganz kurz mal gucken. Für unsere Expedition, wo müssen wir dann nochmal genau hin? Da müssen wir nach Zantsch. Da müssen wir nach Zansch. Das muss hier unten irgendwo sein. Hier. Wir wollen Interessen erklären. In Zansch. Wo ist Zansch? Hier wahrscheinlich, oder? Ja. Da ist Zansch. Okay. Gut, das haben wir gemacht. Dann müssten wir doch jetzt die Expedition eigentlich starten können. Achso, nee, das Interesse wird sehr. Das dauert ja. Stimmt, das dauert. Oh Gott. Hier. Nee, wo war das nochmal? Bei Diplomatie, genau. Hier 20%, das dauert, bis sich das aufbaut. Frankreich hat hier wirklich schon viel. Wie schaut unsere Kolonie aus? Oh, 2700 Tage. Ja, ja. Das Problem ist, wir müssen hier einiges erforschen, damit wir dort weiter ausbauen können. Die Kohlemine macht keinen so besonders guten Eindruck. Ja, sie haben aber trotzdem, sie bauen Rücklagen auf. Das ist okay. Die Leute verdienen was. Das ist okay. Es ist okay. Tee, Kriegssiegelschiffe, Handels, Handfeuerwaffen, Opium und Artillerie. Na gut.
So, hier ist was passiert über eure Partisanen. Unterstützer einer Partei, die radikale Partei, haben ihre eigene Kampagne begonnen, nur leider belästigen sie gegnerische Partisanen und greifen sie manchmal sogar an. Hart gegen die Aktivitäten dieser Partei durchgreifen, minus 10% Momentum wird für die Partei radikale Partei hinzugefügt, oder Partisanen dieser Partei unbehelligt weitermachen lassen, minus 10% politische Stärke für die Industriellen und minus 1 bei den Industriellen. Nee, da greifen wir hart durch, das geht gar nicht. So, dann hat sich aber hier nichts getan, jetzt haben wir Erfolg 0. Wir haben jetzt tatsächlich Erfolg 0. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Na gut, wir lassen mal laufen. Die Wahl ist ja in 26 Tagen. Mal schauen, was bei der Wahl rauskommt. Und was wir dann mit unserer Regierung machen. Da können sie sich doch einiges tun bei der Wahl gleich. Schuldenübernahme abgelehnt. Sula hat den Vorschlag Spaniens abgelehnt. Okay, interessant. Ich würde es nicht ablehnen. Ihr dürft gerne unsere Schulden übernehmen, lieber Spanien. Ja, von uns wollen sie wahrscheinlich nichts. Wir haben bald 1 Million Zinsen. Frankreich hat Großbritannien mit einem Embargo belegt. Oh, wow. Ach, diese vermaledeiten Proportionalsteuern. Die wären so gut gewesen. Wir hatten eigentlich auch einen guten Start, aber dann leider Pech. Dann leider Pech. Obwohl viele Leute sind dafür. Viele Leute sind tatsächlich dafür. Na gut, so viele sind gar nicht dafür. Für Kopfsteuern sind wesentlich mehr. Ich sehe schon. So, die Wahlergebnisse sind da. Radikale Partei 62% Stimmen und Volkspartei nur 37% der Stimmen. Das ist interessant. Das ist tatsächlich sogar sehr interessant. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir könnten jetzt die radikale Partei rausschmeißen, obwohl sie die Wahl gewonnen hat. Das können wir tatsächlich machen, wenn wir wollen. Wollen wir aber gar nicht, denke ich. Das ist die Volkspartei. Die Streitkräfte wollen, glaube ich, immer noch nicht zu einer Partei gehören, oder? Wir sollen ihm befehlen, die Front zu verlassen. Er ist doch gar nicht in der Front. Die zugeordneten Bataillone nehmen immer noch an Verteidigungsschlachten. Er sollte gar nicht an der Front sein. Ich verstehe gar nicht, was hier los ist. Da ist irgendwo noch ein Bug am Laufen, weil ihr seht ja auch hier, wo ist das? Hier. Dieses Gebiet hier, Schleswig-Holstein, oder beziehungsweise eigentlich Schleswig, glaube ich, das hier unten ist Holstein, ist auch immer noch in diesen schwedischen Fahnen, was ja bedeutet, dass wir das erobert haben oder beziehungsweise besetzt haben, aber eigentlich haben wir das nicht besetzt. Es ist einfach ein Untertan von Dänemark und Dänemark ist wiederum ein Untertan von uns. Also das ist irgendwas stimmt da im Moment noch nicht, aber unser General, die müssten eigentlich alle in unserem Hauptlager sein und gar nichts machen. Also ich glaube, dieses Zeichen hier heißt, dass sie gar nichts machen, wenn ich das richtig verstehe. Mobilisieren kann ich nicht machen, weil ich nicht in einem Diplomatiespiel bin. Genau, macht ja auch Sinn. Tja, naja gut. Zur Regierung neu bilden. Ja, wollen wir jetzt die Regierung neu bilden? Wie viel Legitimität? Wir haben immer noch Legitimität von 100%. Also eigentlich macht das keinen Sinn. Wir können die Streitkräfte rausnehmen, weil wir inzwischen ja unsere... Das könnte ich mal ausprobieren. Wie ich die Streitkräfte rausnehme. Hätten wir immer noch eine Legitimität von 100%. Aber eigentlich gibt es keinen Grund dazu. Können sie genauso gut auch drin lassen, die Streitkräfte. Ja, ich glaube, wir lassen sie drin. Sie sind ja, glaube ich, für die Monarchie, oder? Sie sind für die Proportionalsteuern, genau. Und sie sind zumindest nicht gegen die Monarchie. Also passt uns das. Ach, er ist sogar ein Royalist. Er ist stark für die Monarchie. Ja, dann bleibt er natürlich in der Regierung, ist ja ganz klar. So. Das ist ein Republikaner, das ist natürlich ein Problem. Das ist ein Radikaler, das ist auch ein Problem. Und hier ist ein Pazifist, das ist auch wieder ein Problem. Er möchte kein Kolonialamt. Wie schaut es denn mit unserem Steuerrecht aus? Ich schaue gerade, ob ich das hier irgendwo entdecke. Da oben, genau. Die möchten gerne die Stufen steuern, aber Proportionalsteuern ist ihnen auch recht. Dann er hier. Finde ich da auch was dazu? Nee. Nee. Zu steuern. Die Steuern sind ihnen offensichtlich egal. Und hier. Die sind auch für die Proportionalsteuern, die kleinen Bürger. Also eigentlich müssten wir doch da große Unterstützung haben. 41% haben die.
der politischen Macht und sie sind für die Proportionalsteuern. Also müssten die Proportionalsteuern doch durchgehen wie nix. Ich verstehe das nicht. Wir sind immer noch bei 0%. Naja, lassen wir mal weiterlaufen. Bin gespannt, was der Norddeutsche Bund als nächstes macht. Ob der sich ein Stück Land holt oder ob der zufrieden bleibt. Ich glaube nicht, dass er zufrieden bleibt. Er wird sich wahrscheinlich Hannover einverleiben, schätze ich als nächstes. Weil Hannover relativ isoliert dasteht, wenn ich das richtig verstehe. Oder höchstens, ja, Großbritannien könnte noch auf Hannovers Seite stehen. Schau mal ganz kurz. Nee, die stehen tatsächlich relativ alleine da. Schleswig haben sie auf ihrer Seite, aber beziehungsweise sie versuchen die Beziehungen zu verbessern. Was ist jetzt los? Bürokratisches Defizit überhaupt nicht. Plus 32 haben wir doch. Auch ein Bug. Ach, das ist wieder diese Sache, ne? Wir können unsere Kapazitäten zur Erzeugung von Bürokratie, warte mal, bis wir ausreichend Bürokratie für alle sorgen können, wird das weitere Wachstum von Institutionen angehalten. Ja, das ist ein Quatsch. Wir haben genug Bürokratie. Wir haben 31, das reicht doch. Aber es wird weniger. Warum wird das weniger? Das muss man auch mal verstehen. Gesetzeshüter, Kolonialamt, Gesundheitssystem. Vielleicht, weil wir mehr Bevölkerung bekommen. Es müsste das Bevölkerungswachstum wahrscheinlich sein. Ach, das ist gar nicht so schlimm. Wir können die Bürokratie erweitern, indem wir einfach hier nochmal eine Regierungsverwaltung bauen. Das bringt ja auch Urbanisierung und das bringt das vielleicht auf 20 oder mehr. Also jetzt noch nicht direkt, aber perspektivisch mache ich doch zack und dann schauen wir doch mal. Wir haben eh so viel Minus, da macht das jetzt auch nichts mehr aus. Urbanisierung kommt dazu. Nee, das stimmt so nicht. Wo sieht man das denn, wie viel Urbanisierung dazu kommt? Und das sind es doch 100? Das kann schon sein, dann wären wir auf 15. Dann wären wir da doch auf 15, das kann schon sein. Beobachten wir das mal. Warte mal, wo ist hier? Hier. Das dauert noch 13 Wochen, ja, das dauert noch ewig, okay. Gut, hat sich jetzt eigentlich politisch hier irgendwas verändert an den Stärken? Nö. Die Kleinbürger sind immer noch sehr stark und hier unten hat sich eigentlich gar nichts getan. Auch wenn die radikale Partei hier stark gewonnen hat an Unterstützung und innerhalb der Bevölkerung, hat sich da eigentlich nicht wirklich was von diesen Prozentwerten hier getan. Müssen uns mal unsere Handelsrouten anschauen. Und warum ist Norderland im Aufruhr? Das ist auch etwas, das würde ich gerne verstehen. Ich habe mitbekommen, dass hier ein paar sämische Bürger sind. 20.000 sind die und die werden unterdrückt. Aber das kann es nicht sein. Diese 20.000 können keine 400 Radikalen produzieren. Das funktioniert nicht. Also das kann es nicht sein. Immer noch nicht ganz verstanden. 15% sind Gewerkschafter. Wahrscheinlich, weil die Gewerkschafter so sauer auf uns sind. Das könnte sein, dass das wiederum verschwindet das ständig hier. Dass das wiederum die Leute also weil die sind unzufrieden, ne? Und das kann sein. Wenn wir die Gewerkschafter wieder so ein bisschen mehr auf unsere Seite ziehen oder hier die Gebäude ein bisschen verändern, dass wir zum Beispiel mehr Bauern haben. Alles Möglichkeiten. Eine Lebensmittelfabrik zum Beispiel bauen. So, russisch-spanische Rivalität erklärt. Rivalität abgebrochen. Und hier ist wieder der Markt. Glas ist relativ teuer. Glas würde ich ganz gerne nochmal herstellen. Was ist hier? Denk mal an König Oskar Bernadotte. Eine Statue König Oskar Bernadotte wurde in Auftrag gegeben und man hat vorgeschlagen, dass sie stolz in Neuland ausgestellt wird. Ein Moment, das einem König würdig ist. Plus 3% Prestige, aber plus 2% der Pops von Neuland werden radikal. Ja, die sind eh schon so radikal. Oder vielleicht will nicht jeder an den König erinnert werden. Die Grundbesitzer bekommen minus 2. Nee, wir machen das schon. Mehr Prestige und ja, da werden halt noch ein paar mehr Leute radikal. Was soll man machen? Dann ist das halt so, wenn sie den König nicht mögen. Obwohl das so ein toller Mann war. So, vorübergehende Peinlichkeiten. Aufstrebende Bürger der Mittelschicht stellen sich gegen ein Gesetz, weil sie zu übermäßig besteuert würden, wenn sie schließlich reiche Kapitalisten werden. Sie sollen realistisch sein. Minus 10% Erlassungserfolgschance, wir sind eh bei 0. Und plus 3 erwarteter Mindestlebensstandard für die Mittelschicht. Oder wir überzeugen sie mit einer Steuersenkung. Ja, ich glaube, das können wir uns tatsächlich dann nicht noch zusätzlich leisten. Oder nochmal 2 Jahre minus 10%.
Komm, wir machen das trotzdem. Ich glaube, das ist schon wieder ausgelaufen, oder? Nee, es ist noch nicht ausgelaufen. Jetzt gehen wir richtig pleite. Aber wenn die Proportionalsteuer kommt und jetzt hätte sie ja zumindest wieder ein bisschen Chance zu kommen, dann können wir das wieder ausgleichen, denke ich. Wisst ihr, was wir jetzt machen, während wir so wenig Geld haben? Wir müssen ein bisschen die Regierung weniger bezahlen. Das bedeutet, wir haben weniger Zustimmung für die Intellektuellen und Kleinbürger, minus 10% Prestige, aber ich glaube, das können wir verkraften, oder? Oh, schaut mal, da haben wir ganz wenig Bürokratie dadurch. Der Deutsche Bund möchte, dass wir der Zollunion beitreten. Das machen wir nicht. Oh, bürokratisches Defizit. Ja, das ist natürlich blöd. Aber wir wollten ja eh ein paar Handelsrouten abbrechen, weil sie unlukrativ sind. Zum Beispiel die hier. Dann sind wir zumindest nicht ganz so. Da haben wir Steuerverschwendung. Dadurch haben wir noch weniger Geld. Das ist natürlich richtig blöd. Wo wollte ich denn hin hier? Zu unserem König, glaube ich, oder? Hallo, ich wollte dahin. Da. 18 Monate noch, das läuft auch noch 18 Monate, das läuft noch 30 Monate. Aber Sie haben doch gesagt, 2 Jahre lang. Warum läuft es denn dann 30 Monate? 30 Monate sind doch nicht 2 Jahre. Das läuft 35 Monate. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, wir werden sowas von pleite gehen. Jetzt muss auf jeden Fall die Proportionalsteuer kommen, weil sonst sind wir richtig im Argen. Ja, Regierungsumbildung möchte ich gar nicht machen. Das passt. So, wie schaut es jetzt aus? Ja, jetzt können wir die Expedition schicken. Sehr schön. Obwohl man seit Jahrhunderten danach sucht, ist die Quelle des Nils noch immer unentdeckt. Sollen wir eine Expedition auch in dem Versuch entsenden, den Flusslauf zu kartografieren? Ich kenne die richtige Person dafür. Jawohl, machen wir. Eine Reihe starker Kandidaten hat ihr Interesse an der Expeditionsleitung bekundet. Wir sollten diese Entscheidung jedoch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Admiral John Stirnblatt, General Jesper Lindbergsen oder General Magnus Arvidsen. Wir müssen dafür aber 4600 Gold an Regierungsausgaben rechnen. Der Admiral gibt alle Aufträge auf und ist beschäftigt. Also sie werden dann alle beschäftigt sein, ja. Wen nehmen wir denn? Also, er ist vorsichtig. Er ist sorgfältig und er ist fromm. Wir nehmen den Sorgfältigen. Jesper oder Jesper Lindbergsson nehmen wir. Und dann müssen wir noch mehr Geld zahlen. Eieieiei, das wird teuer. So, jetzt sind wir da bei Bürokratie besser, weil wir ja eine Bürokratie gebaut haben. Aber, naja. Ich dachte, wir haben 400.000 in den Investitionsfonds. Wir können mal hier richtig was krachen lassen. Wo haben wir denn Arbeitslose? Hier, ne? Ja. Da haben wir viele Bauern. Okay. Hier, was können wir hier bauen? Was können wir hier bauen? Motorenwerke könnten wir bauen. Die sind auch produktiv. Dann lass uns hier nochmal Motorenwerke bauen. Das macht die Motoren billiger. Ich schau mal ganz kurz, was wir noch brauchen. Was ist gerade teuer? Glas ist ja teuer. Wir bräuchten Glas, aber Glas. Können wir Glas herstellen? Glashütten bräuchten wir da. Glashütten brauchen Holz. Und Holz haben wir genug. Holz ist auch bei uns relativ günstig sogar, ne? Gucken wir mal ganz schnell. Holz, ja, Holz ist recht günstig. Also eine Glashütte. Können wir hier eine Glashütte bauen? Ja, können wir. Machen wir das. So, wir nutzen jetzt diesen Investitionsfonds. Der müsste jetzt relativ stark schmelzen, aber dafür haben wir auch mehr Glas. Das ist doch schön. Kopfsteuer bewahren. Was steht da hier? Grundbesitzer Kopfsteuer bewahren. Aber kann leider nicht lesen. Wahrscheinlich linksklicken zum Wegmachen. Das liegt an ihrer Zustimmung. Ich glaube, sie sind da rausgegangen oder so. Keine Ahnung. Wenn ich das richtig verstehe, sind die da rausgegangen. So, Dänemark mag uns inzwischen schon ein bisschen mehr. Sie sind bei minus 8. Ich glaube, die waren schon bei minus 30. Das ist gut. So, Motorenwerke werden gebaut, Glashütten werden gebaut. Wie teuer sind denn die Motoren? Die sind auch relativ teuer, ne? Bei plus 51, genau. Das verbessert dann die Profitabilität der Eisenbahn, die wir wiederum bezuschussen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Mit fast 1000 bezuschussen wir die. Weil die nicht produktiv genug ist, oder? Wollen wir das rausnehmen? Ich glaube, wir müssen die nicht bezuschussen. Ich glaube, wir brauchen das nicht. Wir müssen die gar nicht bezuschussen. Ich glaube, die machen Gewinn.
So, was haben wir hier? Die Expedition bricht auf und entschlitzt grausame Morde. Eine wichtige Zeitung, Gazette, berichtet über eine Reihe grausamer Morde in Sverland. Dem Artikel zufolge ist die Polizei machtlos, den Mörder zu stoppen, den sie mit den Schlitzer von Stockholm nennt. Wir müssen den Mörder zur Strecke bringen. Plus 20% radikal durch sinkenden Lebensstandard. Eieiei, für 19 Jahre lang. In Sverland. Und fügt dem Journal Schweden der Schlitzer vom Mörder auf freien Fuß hinzu. Eieiei, das schauen wir uns doch mal an. Was können wir denn da machen gegen den Schlitzer? Was können wir gegen den Schlitzer machen? Hier. Die Polizei verfolgt eine vielversprechende Spur und hat eine mäßige Chance, den Mörder zu fassen. Wir können die Chance verbessern, indem wir die Polizeiinstitution, investieren. Ja, das wollte ich ja machen, aber das wurde von meiner Bürokratie hier, da wurde ich aufgehalten. Okay, 20% Radikale. Verliert, das würden wir dann verlieren, wenn wir das tatsächlich schaffen würden. Okay. Und wir verlieren aber dann auch diese minus 10% Autorität. Aha, verstehe. Okay, gut. Ordnung wiederherstellen. Nationalgarde oder Geheimpolizei beschließen. Naja, was ist das andere? Die Expedition bricht auf. Nach einigen Wochen der Vorbereitung und der weiten Anreisen ist die Expedition angeführt von Jesper Lindbergsen in Sansibar angekommen. Sehr schön. Das ist aber nicht Sansibar. Von hier aus wird ihre Reise beginnen, um die gesuchten Quellen des Nils zu finden. Die Küste war weitaus weniger sandhaltig als erwartet. Den Hügel hoch, der zur Stadt führte, hatte sich eine Gruppe Einheimischer versammelt, um unsere Expedition zu beobachten. Sie wirkten eher amüsiert als interessiert. In einer Sprache, die wir nicht verstanden, riefen sie zu uns herüber. Einer unserer Leute gestikulierte zurück und mit einem Schuss in die Luft war der Disput beigelegt. Am anderen Ufer des Sees funkelte der Sand eines schichtpolierten Sonnenlichts. Auf geht's. Auf. So. Nil-Expedition wurde im Journal hinzugefügt. Schauen wir mal ganz kurz. Hier. Da, hier sehen wir es auch. Die Expedition kommt mit niedriger Gefahr voran. Das ist schön. Das ist wunderbar. Und unsere Polizei. Ja, da ist so ein bisschen das Problem. 77% haben wir hier. Wo sind wir denn gerade? Ne, hier bei Institutionen muss ich gucken. Ich will ja gerne das hier erweitern, aber wir brauchen da mehr Bürokratie. Das ist das Problem. Was ist denn jetzt los? Peter Treulus wurde verlegt. Peter Treulus und seine Null-Bataillone wurden verlegt nach Norddeutschland. Ja, hallo, wir sind doch gar nicht im Krieg. Was ist denn hier los? Peter Treulus wurde verlegt. Keine Ahnung. Das hier wurde wieder um... schaut mal. Minus 15% staatliche Beutezins wurde wieder zurückgestuft, weil die Gewerkschafter jetzt nicht mehr so stark gegen uns sind. Und Dampfmotorenzeit wurde beendet. Dampfmotorenzeit wurde aus dem Journal entfernt. Okay. Bedeutet das, dass wir hier auch weniger Radikale haben? Schauen wir uns das mal an. 38%. Ja, ein bisschen weniger sind sie tatsächlich geworden, die Radikalen. Da haben wir kaum Arbeitslose. Da haben wir noch ein paar Arbeitslose. Da können wir noch was bauen. Schaut es denn aus mit dem Bauen? Ja, es wird ja gerade noch gebaut. Und der Investitionsfonds ist schon ziemlich zusammengeschrumpft auf 70.000. Aber das passt, glaube ich, genau, um diese beiden Gebäude zu bauen. Das ist alles wunderbar. Sehr schön. Ja, wir müssen jetzt wirklich langsam aufpassen mit unserem Geld. Wir sind wirklich in einem ziemlichen Defizit. Die Luxusmöbel sind inzwischen auch unproduktiv. Das gibt's doch gar nicht. Genau das wollten wir doch erreichen, dass wir Luxusmöbel exportieren. Ich schau mal ganz kurz nach. Ich meine, wir können, um die Bürokratie zu fixen, auch ein paar bisschen den Handel runterfahren. Ausweisdokumente freigeschaltet. Plus 25 Besteuerungskapazität, plus 1 maximal Investitionen der Institution Amt für Inneres. Ja, okay. Bringt uns aber eher Minus. Was? Hilfe, unser Geld. So, hier. Hier können wir exportieren, aber es bringt uns nicht viel. Nach Portugal können wir exportieren, machen wir das mal. Das bringt uns Geld. Ich gehe das Ganze mal kurz durch. Dünger in Niederlande exportieren. Okay, Eisen nach Ägypten. Hier, Fisch nach Norddeutschland. Das könnten wir machen. Da brauchen wir auch keine Konvois. Das ist super. Oh, was ist jetzt los? Hier sind einige Sachen passiert. Ich muss das dann gleich mal in Ruhe anschauen. Schauen wir jetzt ganz kurz mal den Handel durch. Frankreich möchte gerne Fleisch. Das sollen sie kriegen. Fördermittel geben wir nicht her. Getreide können wir exportieren. Absolut. Frankreich, ja.
Warum nicht? Die Niederlande, nein, dafür brauchen wir Bürokratie, das können wir uns im Moment nicht leisten. Hartholz nach Österreich, kostet uns auch Bürokratie. Nach Spanien, ja, das ist gut. Niederlande, nein, Ägypten, nein, Amerika, nein. So, Holz. Holz nach Frankreich und nee, das kostet uns alles Bürokratie, das geht nicht. Kaffee haben wir nicht. Kleidung. Kleidung haben wir selber, ist selber bei uns zu teuer. Kohle. Nee, geht nicht. Kriegsschiffe könnten wir exportieren nach Norddeutschland. Dann würden aber unsere Kriegsschiffe sehr teuer werden und das lohnt sich wahrscheinlich nicht, weil dann Lebensmittel geht nicht, Luxuskleidung geht nicht, Luxusmöbel. Da waren wir gerade schon. Motoren, nein, will keiner haben. Möbel. Möbel müsste noch gehen, oder? Französisch, ja, hier. Möbel nach Frankreich. Nach Persien geht es auch, aber es kostet uns wiederum Bürokratie. Das kommt nicht in Frage. Obst haben wir selber kaum. Papier, ich glaube, da hatten wir auch irgendwie eine Krise, ne? Ja, im Moment ist das Papier eigentlich relativ günstig. Ich exportiere es mal nach Russland, mit denen auch einen Handelsvertrag haben. Gut, Schwefel kommt nicht in Frage. Spirituosen könnten wir. Oh, schaut mal, Spirituosen nach Norddeutschland. Das wird sich richtig lohnen. Was haben wir noch? Niederlande, Frankreich, jawohl. Portugal, Spanien. Spanien, hier, unser Schnaps kommt zu euch. Gut. Ich hoffe, dass das ein bisschen Geld in unsere Kasse reinspült. Die Briten möchten unsere Sprengstoffe, sollen sie haben. Stahl. Tabak haben wir nicht. Tuch brauchen wir eigentlich selber. Außer es gibt ein gutes Angebot. Ja, hier von Frankreich zum Beispiel. Werkzeuge können wir auch exportieren. Nach Spanien. Gut. Und Zucker. Oh, Zucker. Aber Zucker haben wir doch selber gar nicht. Nee, das würde den Preis bei uns im Land sehr stark anheben. So, der Import kann auch Geld bringen. Ich gucke mal ganz kurz durch. Düngerimport. Hier von den Briten. Wenn wir Dünger von den Briten importieren, bringt das tatsächlich was. Und von Frankreich auch. Eisen. Eisen können wir auch importieren. Warum nicht? Fisch. Fleisch. Färbemittel. Färbemittel sollten wir eigentlich importieren. Schaut mal, das bringt uns sogar ziemlich viel Geld. Wenn die blöden Bürokratiekosten nicht wären, dann würde ich das sofort machen. Aber Frankreich, naja, Frankreich bringt uns nichts. Ne, leider nicht Getreide. Glas. Norddeutschland hier, Glasimport. Sehr schön, das ist doch wunderbar. Die Briten auch. Und Spanien auch. Handfeuerwaffen. Handfeuerwaffen aus Norddeutschland, her damit. Und aus Russland. Russland und Norddeutschland sind die beiden besten eigentlich, weil da brauchen wir weder Konvois noch Bürokratiekosten. So, jetzt sind wir beim Kaffee. Kaffee von den Briten, warum nicht? Und von den Spaniern. Kleidung. Kleidung von den Briten. Da brauchen wir wahrscheinlich wieder neue Konvois, ne? Das lohnt sich nicht. Machen wir hier weiter. Clipper, Kohle. Oh, Kohle. Oh, schaut mal. Norddeutschland. Spanien, Frankreich, Britannien. Her damit. Alles her damit. Lebensmittel. Russland. Norddeutschland. Frankreich. So, Luxuskleidung aus Österreich, aus Persien, aus Norddeutschland. Das können wir mal machen. Frankreich und Russland. Machen wir das einfach mal. Möbel, nee, Motoren. Motoren importieren? Nee, da bauen wir ja gerade eine neue Fabrik. Munition könnten wir aus Frankreich importieren. Machen wir das doch. Wir müssten eigentlich unsere Kosten sinken dadurch. So, Möbel. Möbel, 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 Möbel. Nein, kommt jetzt in Frage. Obst. Obst aus Großbritannien müsste gehen.
Spanien ist uns teuer. Russland, na, das lohnt sich nicht. Opium von den Briten. Papier. Doch, Papier aus Spanien geht. Und Porzellan. Von Franzosen, von den Briten. Ja, okay. Und dann zu guter Letzt, ich glaube, das ist das letzte oder nee, noch nicht ganz. Schwefel von den Briten und Franzosen. Seide haben wir, glaube ich, gerade geguckt. Da können wir auch von den Franzosen auch noch was nehmen. Oh, persische Spirituosen sind sehr gefragt, offensichtlich. Frankreich macht Sprengstoffe. Stahl aus Frankreich wäre möglich. Stahl aus Spanien. Her damit. Stahl aus Norddeutschland. Tabak. Tabak aus Frankreich lohnt sich nicht so wirklich. Nee, lohnt sich nicht. Tee lohnt sich auch nicht. Tuch. Wie schaut es mit Tuch aus? Hier, der Homey. Der Homeysches Tuch. Das käme natürlich in Frage, aber nee, lieber nicht. Wein aus Großbritannien, wer kennt die nicht? Wein aus Norddeutschland, warum nicht? So, und jetzt haben wir noch Werkzeuge. Frankreich. Zucker, das kostet. Und Öl. Gut, damit hätten wir alles. Alles nochmal durchgeklickt und Zivilisierungsmission breitet sich aus. Interessant. So, vorübergehende Peinlichkeiten. Aufstrebende Bürger der Mittelschicht stellen sich gegen ein Gesetz. Ach, nicht schon wieder immer dasselbe hier. Immer dasselbe hier. Steuer senken könnten wir machen, aber das kann ich mir nicht nochmal leisten. Und damit habt ihr wieder minus 10% Erfolgschance. Okay. Geht nicht anders. Der Tod eines Anführers. Wegen eines kleinen Scharmützels erlitt er einen Musketenstreckschuss im Bein. Die Wunde war an sich nicht bedrohlich, die anschließende Infektion sehr wohl. Peter Treulius hat nun die Expeditionsführung übernommen. Hoffen wir, dass der neue Anführer auch fähig ist. Jesper Lindbergson ist nicht mehr beschäftigt, Jesper Lindbergson stirbt. Die Expedition erhält geringe Gefahr, die Expedition erhält einen geringen Fortschritt. So, dann haben wir noch die Malaria. Im neuesten Bericht der Expedition teilt man uns mit, dass mehrere Mitglieder an Malaria erkrankt sind. Sie sollen weiterfahren. Geringe Gefahr und einen geringen Fortschritt. Peter Trollius erhält Malaria für 5 Jahre, minus 50% Charaktergesundheit. Oder sie sollen sich eine Weile ausruhen, geringe Gefahr, die Expedition verliert Fortschritt. Peter Trollius bekommt Malaria. Ja gut, 75% Chance, dass nichts passiert. Gehen wir davon aus, dass nichts passiert. Sehr schön, einen kleinen Fortschritt haben wir bekommen. Und jetzt sind wir hier bei 0%. Es ist zum Aus der Haut fahren. Vielleicht müssen wir dieses Gesetz vielleicht sogar auch absagen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Teure Militärwaren. Kriegsschiffe und Artillerie. Niedriger Marktzugriff in Hereroland. Okay, und in Gotland. Ja, das kennen wir schon. Papier, Motoren und Artillerie ist knapp, aber das importieren wir doch extra. Naja. Gut, und hier das Problem immer noch weiterhin mit der vermaledeiten Bürokratie. Jetzt haben wir keine Investitionsfonds mehr, deswegen sind wir bei minus 63.000. Uiuiui, wir machen echt schnell Schulden, Leute. Wir machen richtig schnell Schulden, aber jetzt ist der erste Bau beendet worden und der zweite Bau wird hoffentlich auch gleich beendet. Eieiei, das mit den Proportionalsteuern, das hat uns in den Ruin getrieben. Es klang sehr gut, aber hat sich dann als nicht so besonders gut herausgestellt. Und wir lassen das jetzt noch einmal durchlaufen und wenn sich da jetzt nichts Großartiges tut, dann muss ich das abbrechen. Jetzt müssen wir in eine andere Richtung gehen. Spanien kann sich jetzt an Diplomatiespielen beteiligen in Norddeutschland. Eieiei, was wollen die denn da? Der Norddeutsche Bund verhält sich relativ ruhig, obwohl er sich schon längst Hannover oder Braunschweig holen kann. Braunschweig, die sind auch nicht wirklich diplomatisch aktiv. Die können sie sich eigentlich auch relativ leicht schnappen. Wie kommen wir jetzt an Geld? Ich meine, wir haben jetzt gute... Oh, ein unerwarteter Gast, eine unerwartete Gruppe. Wir haben eigentlich jetzt gute Handelsbeziehungen angeknüpft, aber leider bringt das kaum mehr Geld. Wir zahlen einen Haufen Zinsen, haben einen Haufen Militärgehälterausgaben. Naja, gucken wir mal, was hier passiert ist.
Als die Expedition vorrückt, offenbart der Dschungel einen unerwarteten Anblick. Mitglieder der verschwundenen französischen Expedition, die kranke, behelfsmäßige Hängematten liegen. Werden diese Leute zu einem sicheren Unterschlupf bringen, die Expedition verliert Fortschritt, dies wird die aktuelle Gefahr der Expedition verringern und schwedische Beziehungen mit Frankreich verbessern sich um 30. Ja, das können wir machen. Sie sollen sich uns anschließen. Zwei Expeditionen sind besser als eine. Die Expedition erhält eine geringe Gefahr und die schwedischen Beziehungen verbessern sich um 10. Und das würde uns nur langsamer machen. Wir bekommen einen geringen Fortschritt und eine geringe Gefahr. Nee, wir machen das, glaube ich, mit dem, dass Frankreich uns dann mehr mag. Ich denke, das ist gut. Ein unerwarteter Gast. Als die Expedition auf eine Gruppe verdächtig aussehender Händler traf, behauptet einer der Männer, ein argentinischer Botschafter zu sein, der von diesen Söldnern entführt wurde. Wir müssen den Mann in Sicherheit bringen. Schwedische Beziehung mit Argentinien verbessern 27. Die Expedition verzögert sich. Woher wissen wir, dass er nicht lügt? Ja, Argentinien interessiert uns nicht. Wir bekommen einen Fortschritt. Das ist schön. Dänemark ist inzwischen bei minus 1 und wir sind hoffnungslos verschuldet. Und ich würde doch mich wirklich sehr gerne hier mal vereinigen mit den anderen Ländern, aber irgendwie will das nicht so wirklich funktionieren. Die Sämen sind auch protestantisch. 44% kultureller Aufruhr. Askenasisch sind 46%. Das sind aber nicht so viele Leute. Ne? Schweden haben wir 3,8 Millionen. Das sind nur 20.000 hier ungefähr. Und das hier sind nur 1.000 Leute. Ja, das sind die Hererona schon mehr. Obwohl unsere Kolonie da so gut wie gar nicht wächst. Aber vielleicht machen wir bald mal ein. Ja, wir machen bald einen Technikfortschritt. Sehr gut. Und dann können wir da in diese Richtung gehen. Damit die auch endlich mal wachsen hier. Warenknappheit in der Kohlemine, tatsächlich. Die brauchen Motoren. Wir brauchen mehr Motoren. Wo sind die Motoren? Hier. Ja, dann holen wir doch spanische Motoren. Warum denn nicht? Ja, damit. Okay. Ich wollte eigentlich unsere Möbel verkaufen. Zivilisierungsmission freigeschaltet. Sehr gut. Plus 1 maximale Investition der Institution Kolonialamt. Führt zu Malaria-Vorsorge. Genau in diese Richtung wollten wir ja gehen. So, wo sind wir denn da? Das war bei Gesellschaft, oder? Hier, genau. Zivilisierungsmission. Jetzt können wir Malaria-Vorsorge machen. Entfernt die Eigenschaft schwere Malaria. Genau. So, wie lange brauchen wir dafür? 0 von 25 und plus 55. Ich weiß nicht. 25.000 brauchen wir 55 pro Woche. Kann das sein? Dann wären das in 10 Wochen 550, also 20 Wochen, ein halbes Jahr ungefähr, für 1000. Das heißt, wir bräuchten 12 Jahre. Kann das hinkommen? Ach du meine Güte. 12 Jahre. Ich glaube, das kann schon hinkommen. Ja, hier steht ja auch 8 Jahre verbleibend. Oh, wow, wow. Hey. 8 Jahre lang dauert das jetzt. Aber vielleicht haben wir Glück und das verbessert sich irgendwie. Klar, wir könnten eine Universität zum Beispiel bauen, dann wird es sich auf jeden Fall verbessern. Der Investitionsfonds wächst schon wieder an, das ist schön. Bürokratie, wir müssen in Bürokratie nochmal investieren. Oder wir stellen unsere Anarchismus breitet sich aus. Das soll sich nicht ausbreiten. Gerade das, was wir nicht haben wollen, das breitet sich natürlich aus. Also wir könnten jetzt natürlich auch... Das wurde jetzt zu Recht gestoppt, ja. Wir könnten natürlich... Wir könnten hier beim Etat das hier wieder verbessern, die Regierungsgehälter. Das würde uns zusätzlich 9.000 kosten. Na, das wäre schon ein bisschen sehr bitter. Können wir denn nochmal eine Verbrauchssteuer einführen? Gibt es denn da eine Möglichkeit? Auf Dienstleistungen, auf Kleidung, Möbel, Gerichte, auf Luxuskleidung können wir machen. Wir verbrauchen aber wiederum 100 Autorität und die haben wir nicht. Also wir bräuchten eigentlich mehr Autorität. Und so viel bringt das auch nicht. Das wäre mehr ein Tropfen auf den heißen Stein, muss man wirklich sagen. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Spanisch-russische Rivalität, okay. Lebensmittelklipper, Obst, Kohle, Fleisch, Transport. Frankreich, Schuldenübernahme. Oh, schaut mal. Frankreich hat vorgeschlagen, unsere Landesschulden zu übernehmen. Hoffentlich hegt man keine bösen Absichten.
Das hört sich doch interessant an. Ein Diplomatensofortheizung, bei der ein Land die Anleihen eines anderen Landes im Ausschuss für eine Verpflichtung übernimmt. Jawohl, gut, dann sind wir Frankreich verpflichtet. Dann sind wir Frankreich verpflichtet. Das ist doch schön. Ist okay. Gut, wir sind Frankreich verpflichtet. Zur Not müssen wir ihnen im Krieg helfen. Falls sie irgendwas aushacken gegen irgendjemanden. Mit wem sind sie denn im Krieg? Oder beziehungsweise mit wem stehen sie denn schlecht? Sind mit USA verbündet? Rivalität Großbritannien, Russland und Österreich. Naja, gut. Hinterladeartillerie wurde freigeschaltet. So, wie lange dauert denn das jetzt noch mit diesen blöden Punkten hier? 9 Monate. 9 Monate, okay. Und das ist noch 21 Monate. Okay. Okay, 4 Jahre lang plus 3% Prestige. Was ist denn jetzt los? Jeune École breitet sich aus. Mhm. Ja, gut. So, ein Nashorn wurde gesichtet. Ein Nashorn wurde in der Nähe gesichtet. Wir können die Expedition einen Moment anhalten und versuchen, dein Horn zu erbeuten. Wir werden es jagen. 50% Chance auf, löst das Ereignis Nashorn gejagt aus oder gescheitert das Nashorn jagt oder lassen wir uns nicht ablenken. Na, ja, wir könnten es probieren. Gescheiterte Nashornjagd. Was für ein Desaster. Die Expedition erhält Gefahr. Was bedeutet das denn eigentlich? Geht man bei einer Expedition größere Risiken ein, wird sie immer gefährlicher und kann leichter scheitern. Okay, also wir haben... Die Expedition ist in großer Gefahr und sollte versuchen, ihre Gefahr zu verringern. Gut, dann sollten wir das... dann sollten wir das machen. Man hat vorgeschlagen, dass wir anhalten und eine geografische Studie des Gebiets durchsuchen und unser Wissen über diesen Ort verbessern. Gute Idee. Expedition Schweden erhält geografische Studie durchgeführt für 5 Jahre plus 10 Innovationen. Das ist natürlich schön. Oder wir haben keine Zeit. Doch, das machen wir. Dann sollte nämlich auch die Forschung schneller gehen. 7 Jahre, ja. Weil wir jetzt 65 haben. Sehr gut. 7 Jahre lang. Und wir brauchen mehr Bürokratie. Hat sich das jetzt eigentlich bewahrheitet? Ja, jetzt haben wir Stadtzentrum 17 tatsächlich. Und ich glaube, wir müssen wirklich nochmal eine Regierungsverwaltung einrichten. Oder, und ich glaube, das ist noch besser, die Regierungsgehälter wieder auf das Normale stellen, oder? Dann sollte die Bürokratie wieder steigen. Steigt sie nicht? Ich weiß es gar nicht. Hier steht nichts, dass die Bürokratie sinkt. Nee, das hat damit nichts zu tun. Wir müssen tatsächlich stattdessen hier nochmal die Regierungsverwaltung ausbauen. Wir können es auch hier machen. Da haben wir nur Regierungsverwaltung 1. Das wird die Besteuerungskapazität nämlich auch erhöhen. Die ist bei 101. Hier ist sie bei 174. Wie schaut es hier aus? Das ist okay. Da bräuchten wir eigentlich die Besteuerungskapazität. Nee, da brauchen wir sie eigentlich auch nicht. Da brauchen wir sie auch nicht. Das ist eigentlich egal, wo wir sie bauen. Baue ich es in Güterland. So, wir bauen hier ein Regierungsgebiet. Da wird, glaube ich, der Investitionsfonds nicht dafür benutzt, wenn ich das richtig gesehen habe. 3 unproduktive Handelsrouten, die wollen wir gleich loswerden. Nach Österreich. Okay. Nee, das war Russland. Nach Russland war das. Okay. Was schlagen die denn sonst noch vor? Importnachfrage, Kleidung, Wein und Luxus und Export, Tuch und Klipper. Naja. Ja, eher ungern und Tuch. Naja, überzeugt mich jetzt überhaupt nicht. Unsere Expedition haben wir schon länger nichts mehr gehört. Inzwischen sind wir im positiven Bereich, was die Beziehungen zu Dänemark angeht. Und ich hoffe doch, dass jetzt die Optionalsteuern endlich mal einen Erfolg bringen. Debattieren 73%, Erfolg 0%, Vorankommen 12%, Lokale 13%. Also wenn wir jetzt wieder in Probleme reinlaufen, dann werde ich das erstmal abbrechen. Ich verstehe das gar nicht, weil die sind alle dafür. Ne, die sind für die Kopfsteuern. Die Gewerkschafter sind da dafür. Okay, deswegen. Deswegen, die Gewerkschafter sind dafür und die sind aber in der Regierung. Okay. Na, ich verstehe. Daher kommt das Problem. Daher kommt das Problem. Na gut. Ja, da müssen wir die Proportionalsteuer, die uns nichts als Schere reingebracht hat, tatsächlich, müssen wir dann abbrechen. Zur Not. Es hilft nichts. Achso, die Zeit läuft gar nicht. Ich dachte mir schon, warum passiert hier nichts? Aber die Zeit läuft nicht. Wir können es ein bisschen schneller stellen eigentlich.
bis das nächste Ereignis passiert. Was ist hier? Die nächste Beziehung wurde beendet. Warum? 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 Was ist los? Ach, sie ist gescheitert. Nachdem wir monatelang keine Berichte erhalten haben, scheint klar zu sein, dass der Expeditionsherz von Afrika gescheiterte. Minus 10% Prestige und minus 10% Autorität. Das ist sehr bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Aber wir können nochmal eine neue schicken, oder? Oh, wir brauchen 3 schwedische Charaktere dafür. Und wir haben nur 2. Also wir brauchen einen neuen Befehlshaber auf gut Deutsch. Ist es uns das wert? Ich glaube im Moment eher nicht. Was hätten wir denn noch für eine Expedition? Die große Ausstellung abhalten? Genau, dafür bräuchten wir in Svealand und Schatzrente mit 20. Das ist eher was, nach dem wir streben sollten vielleicht. Ach, schade. Na gut. Dann sind wir zumindest einen Befehlshaber losgeworden, was uns auch Bürokratie gekostet hat. So, und diese Bürokratie, das dauert noch 11 Wochen. Diplomatiespiel hat begonnen. Die Vereinigten Staaten begannen ein Diplomatiespiel, Staatsrückgabe gegen Mexiko. Aha. Peter Springsbotson ist gestorben. Der war bei den Industriellen. Aha. Was war denn der? Der war eh unbeliebt. Okay. Ja, zudem kriegen wir jetzt keine Infos mehr, weil der ja tot ist. Der neue Vorgesetzte ist marktliberaler. Er möchte Freihandel, Kinderarbeit und laissez-faire. Ja, ich möchte aber lieber die Grundschulpflicht einführen. Das können wir machen, wenn das hier nicht funktioniert. Fotografien von Schweden. Es wurde vorgeschlagen, dass wir einige Fotos der berühmten Wahrzeichen unseres Landes machen lassen. Verteilen sie in der ganzen Welt 5% Prestige und verteilen sie im Inland mehr Legitimität. Die Legitimität haben wir ja eh schon 100%. Also da geht's ja eh nicht, da geht ja eh nicht mehr. Das Osmanische Reich. Da erstreckt sich bis zum Persischen Golf sogar. Wie geht's unserer Kolonie? Oh, die ist schon halb gewachsen. Noch 2165 Tage. Ja, das ist auf jeden Fall schneller, als die Technik brauchen wird. 7 Jahre. Das sind ja ungefähr. Obwohl, das ist fast genauso lang, ne? Ja, ich glaube schon. Das sind glaube ich, 6 Jahre. Ja, das müssten ungefähr 6 Jahre sein. Bisschen mehr vielleicht. So, jetzt bin ich gespannt. Ein Schlitzer, ein kritischer Brief. Die Polizei in Svealand hat einen Brief erhalten, der angeblich vom Schlitzer von Stockholm stammt. Diese kryptisch geschriebene Notiz könnte der fehlende Schlüssel sein, den wir brauchen, um seine Identität aufzudecken. Es sinkt mittags und im Winter, niemals im Herbst. Und wenn man es durch den Spiegel betrachtet, kommt es näher. Wenn man es durch den Schnee betrachtet, wird man es unter einem sehen. Ich werde heute Nacht in sein. Er scheint dort oder nicht, aber vergesst nie, ich bin nicht immer so nett. Die mysteriösen Symbole lassen sich nicht entziffern. Minus 10 Legitimität, verdammt. Stümperhafte Ermittlung. Mist, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Schauen wir mal kurz unsere Legitimität an. Die ist jetzt bei 98. Mist. Na gut. So, jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. Bei unserer Reform. Am 10. Januar. Jetzt ist es soweit. König greift im politischen Vorgang ein. Der König hat ein persönliches Interesse an der laufenden Gesetzesdebatte und beschlossen, sein königliches Vorrecht zu nutzen, um dafür zu sorgen, dass das Gesetz verabschiedet wird. Was der König will, wird geschehen. Plus 20% Erlassungserfolgschance, minus 3 für die Kleinbürger, minus 3 für die Intellektuellen oder rate dem König davon ab, es würde mehr schaden als nutzen, minus 10%. Nein, nein, auf jeden Fall. So, jetzt sind wir wieder im Fahrwasser. Jetzt geht's los. Die Intellektuellen sind dafür unzufrieden, das sollen so sein. Die sollen uns mal nicht auf den Keks gehen. So. Ja, minus 10% Prestige, das werden wir überstehen. Das ist okay. So, wie schaut's mit der Bürokratie aus? Wenn wir genug Bürokratie haben, werde ich dann eventuell nochmal einen General uns holen und dann vielleicht doch nochmal so eine Expedition versuchen. Warum eigentlich nicht? War doch ganz lustig. Was ist das für ein Land? Montenegro? Der Norddeutsche Bund ist relativ ruhig. Der macht länger schon nichts mehr, ne? Wahrscheinlich, weil er überall Waffenstillstand hat. Könnte ich mir vorstellen. Das ist der Punkt. So, dann wie lange haben wir noch diese Effekte? Noch 6 Monate. Okay. Und noch 18 Monate. Boah, ich hoffe, dass das bald aufhört.
6 Monate noch. Jetzt sind wir schon wieder bei 800.000 minus. Frankreich ist nochmal so nett und hilft uns aus der Patsche. Ach ja. Wir sind immerhin bei 18% Erfolgschance. Das ist doch auch schon mal was wert. 13% vorankommen, 55% debattieren, 12% Blockade. Einnahmenänderung wäre plus 9.000. Ist gar nicht so viel mehr, ne? Naja. Stufensteuern. Was sind eigentlich Stufensteuern? Da hätten wir sogar minus 8.000. 15% Einkommenssteuer, 35% Verbrauchersteuer, 40% Dividendensteuer. Da hätten wir 25% Dividende, 35% Verbrauch und 25% Einkommenssteuer. Grundsteuer hätten wir auch minus und hier hätten wir auch minus. Naja. So, die Bürokratie wurde gebaut. Jetzt haben wir wieder Plus-Bürokratie, aber Plus-Bürokratie mit dem neuen Institut oder ohne? Ich glaube ohne. Minus 36.000 nur noch. Ich weiß nicht genau, was sie verbessert hat. Das ist es nicht. Das läuft nämlich immer noch. 4 Monate lang. Irgendwas hat sie verbessert auf jeden Fall. Ja, warum wir auch so viel Minus haben, ist, dass die Regierungswaren hier so teuer sind. Glas und Stahl ist so teuer. Und Artillerie, Opium und Kriegssegelschiffe. Warum eigentlich Opium? Warum eigentlich Opium? Ich muss mir das nochmal kurz angucken. Wir hatten das doch eigentlich gar nicht umgestellt. Ich hatte das extra nicht umgestellt, weil wir kein Opium haben. Ich schaue nochmal kurz nach. Hier, Kasernen. Ich hatte da extra nicht Erste Hilfe eingestellt, weil wir dafür Opium brauchen. Hier brauchen wir keinen Schrapnellartillerie, dafür bräuchten wir Munition. Die Munition würde dafür teurer werden. Tja, und hier? Blenkler-Infanterie, weniger Soldaten, mehr Offiziere, mehr Munition. Ja, da wir jetzt im Moment nicht im Krieg sind, brauchen wir das eh nicht. Und jetzt schauen wir hier nochmal ganz kurz. Da haben wir auch eine normale Wundversorgung. Ich weiß nicht, was hier los ist. Warum wir hier Opium brauchen? Für was brauchen wir eigentlich das Opium? Ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht für unsere Krankenhäuser. Wir haben ja Krankenhäuser eingerichtet. Das könnte schon sein. Unser Gesundheitssystem. Aber eigentlich auch nicht. Das kann eigentlich nicht sein. Das macht ja. Das übernimmt ja die Kirche. Das ist ja genau das Problem, warum auch viele dagegen sind. Ach, schaut mal, da können wir sogar zwischen Stufe 4 machen. Komisch. So, jetzt erstmal hier die Proportionalsteuern einführen. Oh, schaut mal, wir sind jetzt bei plus 33 Bürokratie. Das ist ja schön. Und jetzt wurde die Investitionsstufe auch auf Stufe 3 erhöht und wir sind trotzdem noch bei plus 33. Ach, das wurde jetzt erst aktiviert, dass wir mehr... Ah, verstehe. Ja, jetzt sind wir bei Stufe 3. Sehr schön. Dann könnten wir hier theoretisch auch erhöhen, aber ich glaube, ich kaufe mir lieber ein neues Militär. Einen neuen General. Traditionalistischer Befehlshaber, Forscher, auch Forscher wäre gut. Plus 10 Prestige und plus 50% Expedition. Günstige Gelegenheiten. Plus 200% Expedition. Das ist doch super. Er ist aber auch Forscher. Und Bergkampfexperte. Lorenz Lundquist oder Jan von Möller? Ich finde, Jan von Möller hört sich irgendwie besser an. Wir nehmen ihn hier. Und da er Forscher ist, wird er sofort auf Expedition geschickt. Das passt doch perfekt. So. Jan von Möller. Perfekt. Geh mal auf Expedition. Jetzt haben wir wieder mehr Ausgaben. Ich weiß nicht, vielleicht kostet die Expedition auch was. Ich weiß es nicht. Artillerie und Kriegssegelschiffe kosten Geld im Moment. Und wir haben... Das Investitionsfonds ist schon relativ voll. Also können wir eigentlich... Marktzugriff ins WLAN ist auch zu gering. Das ist merkwürdig, weil wir hier eine Eisenbahn eigentlich haben. 90 von 86, tatsächlich. Wisst ihr was? Dann bauen wir hier nochmal einen Hafen. Vielleicht sogar zwei. Genau. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch mehr Eisenminen. Wir brauchen noch mehr Munition bzw. Artillerie. Wo stellen wir die denn her?
Werkzeugfabriken, Waffenfabriken hier. Die kann nicht voll besetzt werden. Das ist das Problem, ne? Wir haben hier nicht genug Arbeiter. Gut, können wir das vielleicht irgendwie umstellen auf Ex Kanone Hinterlader? Hinterlader, was bringt das? Mal kurz auf Pause. Hier haben wir mehr Artillerie. Hier haben wir auch mehr Artillerie, dafür weniger Handfeuerwaffen. Aber wir brauchen weniger Eisen, dafür mehr Stahl. Stahl würde sehr teuer werden. Und dafür brauchen wir mehr Ingenieure. Was ist das Ausrufezeichen hier? Tja, okay. Was haben wir hier noch? Repetitiergewehre. Weniger Arbeiter, mehr Maschinisten, mehr Ingenieure, mehr Werkzeuge, mehr Stahl und dafür hätten wir auch mehr Handfeuerwaffen. Bräuchten dafür kein Hartholz mehr. Also die müssen jetzt erstmal die Beschäftigten hier auffüllen, bevor wir da irgendwas machen können. Was produzieren die denn? Die produzieren auch Artillerie, ne? Tja, die haben wirklich. Wo sind denn die meisten beschäftigt? Das wäre natürlich auch noch sehr schön, wenn man hier sehen könnte, wo die meisten Leute beschäftigt sind. Also in Kasernen im Moment nicht, das ist klar. In Roggenfeldern eventuell. Können wir da noch ein bisschen mehr auf Automatismus gehen? Da bräuchte man die dampfbetriebene Drehmaschine. Die müssten wir aber erst erfinden. Ich verstehe. Okay. Dann bei den Minen, können wir da auf Automatismus gehen? Der Eisenbahntransport? Oh ja, schaut mal, da braucht man 4000 Arbeiter weniger. Und Transport würde ein bisschen mehr werden. Ja. Schaut doch gut aus, oder? Können wir das vielleicht bei der Fischerei? Ne, bei der Fischerei nicht, aber bei den Roggenfeldern hier zum Beispiel auch machen. Nee, das geht da nicht. Okay, geht das vielleicht mit den Lebensmittelfabriken? Nee, da geht's auch nicht. Mit den Werkzeugfabriken? Börsennotiert. Da hätten wir 100 Kapitalisten mehr, aber es gibt nicht genug Pops. Ja, die bilden sich dann schon, aber das brauchen wir jetzt im Moment nicht. Wasserrohrkessel. Weniger Arbeiter, dafür mehr Kohle. Ja, das machen wir doch auf jeden Fall. Die Werkzeugfabriken. Zum Wasserrohrkessel benutzen. Ja. Die Waffenfabriken auch. Wenn wir, da können wir das nicht einstellen. Okay, dann sollten die jetzt hier ein paar mehr Leute frei werden. Die können dann in die Schiffswerften und die Waffenfabriken rein. Und daraus sollte mehr Schiffe hergestellt werden und mehr Waffen hergestellt werden. Das wäre doch gut. So, wie schaut es hier aus? In der Glashütte. Keramik, Knochenporzellan. Moment, mehr Glas. Das ist gut. Kristallglas, Waldglas, Moment, Waldglas, Bleiglas oder Kristallglas? Kristallglas bedeutet mehr Glas, weniger Holz, mehr Blei wird verbraucht. Oh, Blei, aber Blei haben wir nicht. Blei haben wir nicht. Okay, dann bleiben wir mal dabei. Manuell, automatisch. Automatisch geht nicht, weil wir noch nicht automatische Flaschenbläser erfunden haben. Verstehe. Gut, dann, was haben wir noch? Lebensmittelfabrik. Was können wir denn da noch machen? Brutfabrik geht nicht. Ja, da würden wir mehr Alkohol herstellen. Vakuumierung. Dafür bräuchten wir weniger Getreide, mehr Fisch und mehr Öl. Das ist kein Problem. Und bräuchten mehr Ingenieure. Und hätten mehr Lebensmittel, die wir herstellen. Ja, warum nicht? Vakuumierung. Machen wir mal. So, die Möbelfabriken. Da muss doch noch was gehen. Hier, Wasserrohrkessel. Sehr gut. Da geht was. Da geht was. Mechanisierte Werkstätten können wir machen. Ja, mehr Möbel finde ich auch gut. So, was haben wir noch? Die Tuchfabriken. Auch da können wir die Webmaschine einführen. Und ich denke mal, hier gehen wir mal von Luxuskleidung weg und zu den Handnäharbeiten. Dafür bräuchten wir weniger Tuch, mehr Seide. Und haben mehr Luxuskleidung. Das ist irgendwie unlogisch. Eigentlich sollten wir doch hier mehr Luxuskleidung haben. Weil hier steht der Vorrang für Luxuskleidung.
Merkwürdig. Weniger Kleidung, mehr Luxuskleidung. Dann lassen wir das mal. Was haben wir hier noch? Das passt schon. Die Stahlwerke, die kann man auch noch verbessern. Genau, sehr gut. Sehr gut. Die Stahlwerke werden auch verbessert. Holzfällerlage auch. Ja. Und auch hier können wir den Eisenbahntransport einstellen. Elektrosägewerke, das bräuchten wir Elektrizität. Das haben wir noch nicht. Das haben wir tatsächlich noch gar nicht. So, die Eisenminen. Auch hier können wir die Dampfhilfeaggregate machen. Dynamit ist passend. Das passt, das passt. Und auch hier den Eisenbahntransport. Ja. Dafür haben wir die Eisenbahn hier extra. Das haben wir ja noch nicht. Das wissen wir schon. Die Fischerei können wir auch, glaube ich, nicht verbessern. Nein. Gut. Dann hier in Svelan. Was können wir da noch verbessern? Die Papierfabriken. Papierleiche bräuchte Färbemittel. Ich glaube, inzwischen haben wir Färbemittel im Import. Hätten dann mehr Papier. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Die Tuchfabriken. Gut. Werkzeugfabriken. Alles soll verbessert werden. Chemiefabriken. Da sind wir schon. Da haben wir schon das Beste. Möbelfabriken. Präzisionswerkzeuge, da machen wir das schon. Mehr Luxusmöbel, okay. Motorenwerke. Das haben wir schon umgestellt. Lebensmittelfabriken. Ja, passt. Ne, da haben wir noch die Möglichkeit, hier Vakuumierungen zu machen. Ne? Das machen wir auch. Schiffswerften. Ist schon optimal. Uni. Ja, die Uni ausbauen könnte man machen. Gut, die Minen können wir verbessern. Die Holzfällerlage können wir verbessern. Okay. Fischereianleger kann man, glaube ich, können wir nicht verbessern. Die Roggenfelder ja auch nicht. Das wissen wir ja eigentlich schon. Die Viehhöfe, okay. Und dann haben wir hier in Norland. Wenn wir da die Leute mal ein bisschen besser. Das wäre auch schön. Wenn die ein bisschen besser verdienen würden, dann wären sie, glaube ich, auch nicht mehr so angepisst. Hier zum Beispiel, oder? Da müssten wir doch eine Möglichkeit finden. Das hatten wir eh schon verbessert. Da brauchen wir noch eine Eisenbahn eigentlich in Neuland. Gut. Okay, wie schaut es hier aus bei denen? Ja. Okay. So, 2 von 11. 40 von 64, da müssen wir mal in Zukunft schauen. 43 von 66, oh, wir brauchen jetzt ganz viel. 90 von 86, ja, hier bauen wir aber gerade, glaube ich, ja, hier bauen wir den Hafen aus. Und hier passt es. So, was brauchen wir denn da genau? Wir brauchen Holz, wir brauchen Transport. Eine Knappheit der Ware, Transport, okay. Hier brauchen wir auch Transport. Und hier auch wahrscheinlich, oder? Ja, Transport, Transport, Transport. Transport. Okay, das bedeutet Eisenbahn wahrscheinlich. Gebäudeentwicklung ist das, oder? Eisenbahn ist Entwicklung, ja. Die machen Minus. Erforderliche Subventionen beim Gehalt. Warum? Was ist los? Ihr macht doch Plus. Ihr macht doch Plus. Das macht doch keinen Sinn. Die können doch nicht Plus machen. Und gleichzeitig nach Investitionen von unserer Seite her schreien, oder? Macht das Sinn? Hm. Wir können hier auf mehr Holzverbrauch, Holzpassagierwahrscheinlich umstellen. Da haben wir mehr Transport, aber für weniger Infrastruktur. Aber das ist doch okay, weil Transport brauchen wir ja eh mehr. Das mache ich jetzt einfach mal. Wir stellen die Eisenbahn um. Wir stellen die Eisenbahn auf Transport. Schon. Genau, weil diese Infrastruktur brauchen wir, glaube ich, eh nicht so dringend. Wenn ich das richtig verstehe. Na gut, hier bräuchten wir sie schon. Aber ich hier und dort brauchen wir sie nicht unbedingt. Ja, wir lassen sie jetzt mal laufen. Mal schauen, was als nächstes passiert. Ach ja, die Expedition bricht auf. Auf geht's.
So, 17,5. Mal schauen, wie lange das noch dauert. 15. Juli 1868. Naja, gucken wir mal. Und wie lange dauert das hier noch? Noch 12 Wochen. Und das auch noch 11 Wochen. Ach Gottes. Dann haben wir das endlich hinter uns. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Gut, ich mache hier mal ein bisschen schneller. Was passiert? Jetzt passiert was. Misstrauen. Eines der Expeditionsmitglieder wurde dabei erwischt, mehr Proviant als nötig genommen zu haben. Es entschuldigt diesen Diebstahl damit, dass es krank sei und mehr Nahrung bräuchte. Wir brauchen jeden einzelnen Mann. Expedition wird fortgesetzt oder der Dieb ist uns nicht von Nutzen. Die Expedition erhält einen geringen Fortschritt und auch Gefahr. Ja, das mit der Gefahr war vorher ein bisschen das Problem, dass wir dann rausgeflogen sind. Wir brauchen jeden einzelnen Mann. Also wir sind jetzt schon bei plus 10 mit Dänemark. Da sind wir bei 18,1. Ich glaube, das ist leicht gestiegen. Polizeigewalt. Polizisten in Götaland greifen immer häufiger zu extremer Gewalt. Die Arbeiterklasse und all jene mit einem sozialen Gewissen wettern gegen die Polizei als Institution. Wir können dieses Verhalten nicht dulden. Schweden ändert die Investitionsstufe der Investition Gesetzeshüter auf 1. Die Landbewohner finden es gut und die Intellektuellen finden es gut. Oder der Einsatz von Gewalt ist angemessen. Plus 5% werden radikal und die Streitkräfte finden das gut, die kleinen Bürger finden es gut. Ja, ich finde das auch gut. Machen wir das. Ist angemessen. So. So, hier haben wir immer noch das Problem. Ne, jetzt ist es verschwunden. Jetzt ist es verschwunden, dieses Problem, dass der Transport zu wenig ist. Ah ja, weil wir jetzt auch die Häfen ausgebaut haben. Expedition von Malaria heimgesucht. Sie sollen weiterfahren. Geringe Gefahr und geringen Fortschritt. Oder sie sollen sich ausruhen. Geringe Gefahr und verlieren Fortschritt. Nee, nee, die sollen mal weitermachen. So. Prominente Mitglieder einer Interessengruppe, lautstarke Unterstützer eines konkreten Gesetzes und enge Verbündete von Ola Ross gerieten in einen Korruptionsskandal. Sie tauschten politische Gefallen gegen persönliche Gegenstände. Und, das ist nun einmal das Wesen der Politik, minus 15% Erlassungserfolgschance und Ola Ross hat minus 50% Beliebtheit. Oder werfen wir sie den Wölfen zum Fraß vor, wir müssen diese Sauerei beseitigen, minus 10% Erlassungsfortschritt. Und minus 5% Bürokratie für 5 Jahre lang. Ach, dieses Gesetz ist echt unglücklich. Das macht wirklich keinen richtigen Sinn, da in diese Richtung noch zu gehen. Wir machen das mal minus 5% Bürokratie. Das hilft nichts. Jetzt sind wir bei minus 8. Das ist unschön. So, was haben wir denn hier noch? Teure Militärwaren, Artillerie und Kriegssegelschiffe. Ich schau mal gerade, ob sich das jetzt. Und Glas ist immer noch teuer, okay. Und die Handelsrouten sind unproduktiv. Das wäre schön, wenn man das irgendwie schneller machen könnte. Dass produktive Handelsrouten schneller angezeigt werden. Ja. Naja. Also die unproduktiven werden angezeigt. Die produktiven müssten dann genauso angezeigt werden, sodass man die schnell anklicken kann. Das wäre eigentlich ganz gut. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte gucken, ob sich das die Arbeitssituation hier verbessert hat. Ja, schaut mal, wir haben 29.000 Bauern. Und die stellen auch alle ein. Sehr schön, wie schaut es hier aus? Da haben wir keine Arbeitslosen, aber hier. Das bedeutet, wir können hier... Nee, hier war das aber das Problem, ne? Hier haben wir auch 6.000, genau. Die Waffenfabriken stellen ein und die Schiffswerften stellen ein. Das ist schön. Wie viel haben denn die noch Platz? Das sind genau die, die hier unten frei geworden sind. Die können jetzt genau hier angestellt werden. Das ist schön. Das ist sehr schön. Aber was weniger schön ist, dass wir so viel Minus machen. Wie schaut es hier aus? Noch 0 Tage. 0 Tage. Das bedeutet, es müsste jetzt sofort verschwinden. Es ist verschwunden. Es ist verschwunden, Leute. Wir machen nur noch minus 18.000 Schulden. Und 11 Monate noch. Und dann haben wir das andere auch weg. Und hier sind wir wieder nur noch bei 8%. Schande, Schande, Schande. Schande. Aber gut, minus 18 ist schon mal besser. Minus 18, damit können wir arbeiten, würde ich sagen. Und Papier und Glas, das müssten wir noch ein bisschen billiger bekommen. Und Kriegsschiffe, aber die werden automatisch billiger, wenn wir hier unten die Schiffswerften besetzen. Denke ich. Können wir da vielleicht noch was machen? Marineausbau, da machen wir mehr Kriegssegelschiffe. Verbrauchen mehr Klipper, aber das ist nicht so tragisch. Ja, das können wir eigentlich machen. Warum denn eigentlich nicht? Haben wir noch irgendwo anders Schiffswerften? Ich schau mal ganz kurz. Haben wir Schiffswerften? Da.
Ja, wir haben auch ein Svealand-Schiffswerften. Und wir haben in beiden Fällen Marine-Dings. Nee, zivil, genau. Marine, genau, das passt. Und hier könnten wir die verstärkten Holzschiffe machen. Da hätten wir mehr Clipper. Würden auch mehr Motoren verbrauchen und mehr Hartholz. Für weniger Arbeiter. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Okay, machen wir das. Wie schaut es denn mit den Häfen aus? Können wir da vielleicht noch was verbessern? Industriehafen, ja, wir könnten das verbessern. Da würden wir tatsächlich mehr Infrastruktur und mehr Konvois herstellen. Und zwar beträchtlich mehr. Würden mehr Kohle verbrauchen, das ist okay. Würden aber auch Dampfer verbrauchen. Was ist denn Dampfer? Dampfer haben wir noch gar nicht gesehen. Dampfer wird in Schiffswerften produziert, aber noch nicht offensichtlich bei uns. Ich schaue mir das mal kurz an. Schiffswerften, die können Dampfer produzieren. Hier, Dampfschiffe. Dafür brauchen wir die, müssen wir Panzerschiffe erfunden haben, damit das funktioniert. Das müssen wir also als nächstes erforschen. Ich merke schon. Okay. Dann können wir Dampfer herstellen. Aber vorher können wir das also nicht umstellen. Und die Uni, was ist denn hier los? Klerikale Lehrer oder säkuläre Lehrer? Naja, macht für uns jetzt nicht so viel Unterschied. Verschulte Ausbildung und Institut für Philosophie. Da bekämen wir mehr Qualifikation und mehr Innovation und würden nur, glaube ich, ein bisschen mehr Papier verbrauchen. Und hätten mehr Büroangestellte für weniger Arbeiter. Das macht jetzt nicht so viel Unterschied. Ich lasse das mal so. Gut. Was ist hier los? Verlust des Machtranges. Jetzt haben wir das Problem wieder, dass wir zu wenig Prestige haben, ne? Aber es ist kaum zu wenig. Siemens-Martin-Verfahren wurde freigeschaltet für die Stahlwerke. Sehr schön. Das schauen wir uns gleich mal an. Unsere Stahlwerke effektiver machen. Hier. Siemens-Martin-Verfahren. Weniger Arbeiter, dafür mehr Maschinisten und Ingenieure, mehr Eisen, aber das ist kein Problem, und hätten dann für mehr Stahl. Das ist ja fantastisch. So machen wir das. Investitionsfonds ist nicht besonders hoch. Warenknappheit, Färbemittel. Wir müssen Färbemittel importieren. Das können wir aber auch machen. Und Glas ist immer noch sehr teuer. Oh, die Expedition ist hier. Wir müssen uns ums Glas kümmern. Okay. Als die Expedition auf eine Gruppe verdächtig aussehender Händler traf, behauptete der eine Mann, eine waldeckischer Botschafter zu sein. Ja, das kennen wir ja schon. Die Expedition erhält einen geringen Fortschritt. Ja, das machen wir. Und jetzt hier die schlechten Nachrichten haben wir auch noch. Als die Expedition einer der Sklaven erreichte, erwartete bereits ein Brief von Jan von Möller. In dem stand, dass seine Verlobte in Schweden habe einen anderen Mann geheiratet. Lass den Mann trauern, verliert Fortschritt. Er wird schon eine andere finden. Geringer Fortschritt und dafür Gefahr. Okay, machen wir. Machen wir. So, 6,6% haben wir hier nur noch. Das ist echt so. Das ist so frustrierend mit dieser Proportionalsteuer. Das ist so frustrierend. So, wir wollten uns um Glas und Papier kümmern. Papier ist teuer. Und hier wollte ich nochmal die Handelsrouten checken. Dann können wir das hier rausschmeißen. Wir wollten importieren, nämlich Färbstoffe. Färbemittel wollten wir importieren. Gibt es irgendwas? Norddeutschland, ja hier. Das können wir machen. Frankreich würde auch gehen, das würde aber Geld kosten. Das möchte ich ungern machen. Machen wir das mal nicht. So. Gut. Und Glas. Können wir Glas ausbauen? Könnten wir schon, aber es bringt uns, glaube ich, nichts, weil wir die nicht voll kriegen. Kriegen sie einfach nicht voll. Ausgedehnter Marineschiffsbau. Weniger Clipper, mehr Kriegsseeschiffe. Hört sich gut an, oder? Wir brauchen gar nicht so viel Clipper. Pass mal auf, Schiffswerften. Schiffswerften haben wir hier. Hier, Schiffswerften. Verstärkte Holzschiffe. Ausgedehnte Marine. So, so machen wir das. Genau. So machen wir das. Drehventilmotor. Muss man alles erforschen, ja. So, wie schaut denn unsere Forschung eigentlich aus? Wir sind bei 6 Jahre. Oh Gott, das wird gut.
So, die Proportionalsteuer strebt ihrem Ziel zu. Wir haben das Jahr 1806. Wir haben das Jahr 1868. So, ist richtig. So, die Landbewohner. Der Vorsitzende ist gestorben. Was haben die denn jetzt für einen Vorsitzenden? Schauen wir mal ganz kurz rein. Ein Gemäßigter. Ja, das ist mir doch lieb. Das ist mir doch lieb. Braucht ein bisschen mehr Prestige. Das erledigt sich, sobald die hier, wo sind sie? Die nicht mehr unsere Sozial-, nicht, die Intellektuellen keine Sozialkritik mehr machen. Sobald die Intellektuellen keine Sozialkritik mehr machen, hat sich das eigentlich erledigt. Mit dem Prestigeproblem. Naja. Und bald ist Wahl, stimmt das? Am 26. August? Nee, erst in 2 Jahren. Was ist dann das, was sich hier nach oben dreht? Ach, das ist das hier, die Politik. Okay. Mal schauen, was jetzt passiert. Eine Wissensspende. Olof Selgren, Olof ist ja auch ein merkwürdiger Name, hat angeboten, persönliche Finanzmittel für die Gründung einer Universität in Götaland zur Verfügung zu stellen. Dadurch wird aber die IG Industrielle etwas Einfluss gewinnen. Eine wunderbare Idee. Erzeugt ein Gebäude von Universität in Götaland. Industrielle erhält, baut Universität plus 5% Interessengruppen Pop-Anziehung. Das ist doch eigentlich okay. Nein, wir können keine Plattform geben. Doch, das können wir machen. Das ist schön. Und heute Nachmittag erhielt Magnus Arvidsson, das Oberhaupt einer Interessengruppe Streitkräfte, eine Brandrede. Der hielt die, für die Einführung einer neuen Gesetzgebung. Das sollte den Weg zur Reform erheblich erleichtern. Plus 15% Erlassungserfolgschance, das ist sehr schön. Oder Auftritte wie diesen rücken Magnus Arvidsson und seine Sache in ein gutes Licht. Plus 10% Erlassungserfolgschance, plus 25% Beliebtheit. Ne, wir machen mal das hier. Plus 15%, da sind wir bei 21%. Das ist doch jetzt endlich mal wieder was Erfreuliches. Die Nilexpedition, die meldet sich schon lange nicht mehr. Ich befürchte fast. Zollunion machen wir nicht. Befürchte fast, das bedeutet Schlimmeres. Glas ist teuer. Und Artillerie ist wieder teuer. Ja. Und die Handelsrouten sind unproduktiv. Na gut. Wie schaut der Investitionsfonds? Der ist so bei 149.000. Können wir etwas investieren? Haben wir überhaupt irgendwo Arbeiter, freie Arbeiter? Die brauchen Öl. Okay, wir brauchen Öl. Da müssen wir uns erstmal drum kümmern. Also, wir brauchen Öl, wir importieren Öl. Öl kann ja nicht so teuer sein, oder? So, Öl. Wo ist denn das Öl? Öl. Öl aus von den Briten. Öl von den Briten, wunderbar. So, das haben wir. Dann, irgendwo Arbeiterfreie. Da, in Skorne haben wir sogar freie Arbeiter, aber die müssen sich ja hier erstmal rein. Die sind aber fast voll, aber genau, die fehlen in den Waffenfabriken. Okay, die müssen erstmal hier rein und in den Viehhöfen fehlen die auch. Hier haben wir 31.000 freie. Hier haben wir 31.000 freie Bauern. Die müssen in die neu gegründete Universität natürlich rein, ja klar. Die neue Universität. Wie viel produziert die denn? Die produziert 0,2 Innovationen. Das ist ja nicht gerade sehr viel. Naja. Gut, aber hier könnten wir eventuell noch etwas ausbauen. Was können wir denn hier ausbauen? Glas wäre gut. Glashütten, das sind sie doch schon. Die würde ich gerne ausbauen. Machen wir das. Wir bauen hier eine Glashütte in Götaland. Da hätten wir keine Arbeitslosen. Da hätten wir 2000 sogar, aber die können in der Lebensmittelfabrik arbeiten. Ja, da fehlt noch. Da fehlt noch was und in Gotaland haben wir, da hätten wir sogar freie Kapazitäten. Da können wir nochmal einen Hafen bauen. Die bauen nochmal Konvois, das ist doch gar nicht schlecht. Bauen wir das auch? Ne, Dampfer geht ja nicht. Ah, stimmt, genau. Bauen wir hier auch nochmal einen Hafen in Gotaland. Infrastruktur ist aber schon relativ weit. Brauchen wir vielleicht was anderes hier noch? Glashütte, was haben denn die hier für einen Vorteil? Die haben plus 10% Landwirtschaftsdurchsatz. Wir können also auch nochmal eine Landwirtschaft bauen. Wir können auch eine Lebensmittelfabrik bauen. Ich glaube, die kommt immer gut an. Ja, machen wir das. Wir bauen hier eine Lebensmittelfabrik. So. Ich glaube, wir müssen bald wieder unsere Exporte durchgucken, ob wir da nicht vielleicht irgendwo einen sinnvollen... Die Sozialkritik wurde deaktiviert, das ist sehr schön, deswegen sind wir jetzt bei 273 Prestige, das ist schön.
Und wir sollten ja sowieso unsere Bataillone ausbauen. Vielleicht sollten wir da auch mal als nächstes rangehen. Aber bei so viel Minus möchte ich eigentlich unsere Bataillone nicht ausbauen. Naja. Ich glaube, wir haben auch deshalb so viel Minus, weil wir gerade bauen. Wie lange dauert denn das hier noch? Nashorn gesichtet. Wir werden es jagen. Wir jagen es. Und wir haben erfolgreich gejagt. Sehr gut. Plus 5% Prestige für 5 Jahre. Und eine unerwartete Gruppe. Ein unerwarteter Anblick. Bitte Mitglieder der verschwundenen französischen Expedition. Wir verlieren Fortschritt, aber die Gefahr wird verringert. Im Moment sind wir aber nicht in Gefahr. Eine geringe Gefahr oder noch eine geringe Gefahr. Ich glaube, die Expedition erhält eine geringe Gefahr. Das würde uns nur langsamer machen. Wir bekommen geringen Fortschritt und eine geringe Gefahr. Nee, ich glaube, wir machen eine Verbesserung mit Frankreich. Warum nicht? Wir verlieren ein bisschen Fortschritt. Hat mittlere Gefahr, muss vorsichtig sein. Warum denn? Wir haben doch die Gefahr verringert jetzt. Da stand doch, dass wir die Gefahr verringern, oder? Ach, keine Ahnung. So, wie lange dauert es noch? Noch 12 Wochen nur noch. Nur noch 12 Wochen. Oh, wir nähern uns wieder einem ausgeglichenen Haushalt. Das wäre schön. Frankreich begann ein Diplomatiespiel gegen R. Na, irgendwas Frankreich hat kolonisiert, aber das ging so schnell wieder weg. Wie schaut es denn hier aus eigentlich? 1500 Tage noch. Und unsere Forschung dauert noch 5 Jahre. Eieieiei. Vermisst das Maultier. Ich glaube, wir können hier nicht mit rein in dieses Maultier-Spiel. Weil ich glaube, das ist in einem Gebiet, wo wir keine Interessen bekundet haben. Eines der Packmaultiere, die wir mitgebracht haben, hat sich im Unterholz verlaufen. Wir könnten etwas Zeit dafür, darauf verwenden, um es aufzuspüren oder weiterzuziehen. Etwas Zeit damit verbringen, nach dem Maultier zu suchen. Die Expedition verzögert sich. Oder es ist nur ein Maultier, lassen wir es zurück. Wir bekommen geringe Fortschritt und geringe Gefahr. Ja, das passt schon. Ja, das war aber schon sehr geringer Fortschritt jetzt. Ja. Leute, Gott sei Dank. Wir haben tatsächlich jetzt das Gesetz der Proportionalsteuern eingeführt. Die Gewerkschaften billigen es. Die Industriellen sind dagegen. Grundbesitzer sind dagegen. Aber wir haben es jetzt endlich eingeführt. Endlich. Schaut mal, wir sind im Plus. Ich kann es ja gar nicht glauben. Obwohl wir minus 7000 Zinsen zahlen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal unsere ganzen Schulden zurückzahlen. Und dann können wir da in die Richtung mal was machen. Halleluja. Na gut. Okay. Endlich wieder mal ein Plus. So, was können wir jetzt als nächstes machen? Importroute für Segelroute für Kriegssegelschiffe. Oh, schau mal, wir sind bei plus 43 jetzt. Was ist denn jetzt passiert? Warum sind wir jetzt so viel im Plus? Nur noch die Proportionalsteuern? So, Sozialkritik wurde wieder aktiviert. Eieieiei. Wir sind mächtigst im Plus, Leute. Mächtig im Plus. Protestbewegung wurde aufgelöst. Das freut mich sehr. Gut, das ist schön, dass wir so weit im Plus sind. Dann können wir doch jetzt eigentlich hier bei Etat das wieder auf Normal stellen. Dadurch haben wir wieder mehr Prestige. Die Militärgehälter lasse ich mal auf Minus. Das passt schon so. Ja. Und dass wir hier so wenig Bürokratie haben, liegt glaube ich auch daran, dass wir hier irgendeinen Malus haben. Ja, hier. Minus 5% Bürokratie für 3 Jahre. Das liegt daran. Wir müssen jetzt aber trotzdem unsere Bürokratie ausbauen. Ich warte jetzt aber erstmal ein bisschen, dass wir hier unsere Zinsen zurückzahlen. Gummi wurde entdeckt, aber Lindy nützt uns, glaube ich, nichts, oder? Wo ist denn Lindy, bitteschön? Wo ist denn bitteschön Lindy? Ich glaube, das nützt uns persönlich gar nichts. Wo soll denn Lindy sein? Hier müssen wir, glaube ich, suchen, ne? Lindy. Hier ist Lindy. Französisch Lindy lese ich da schon. Geografische Studie. Ach, wir haben das, glaube ich, deshalb entdeckt, weil wir hier gerade unterwegs sind. Kann das sein? Man hat vorgeschlagen, dass wir anhalten und eine geografische Studie durchführen. Das finde ich gut. Plus 10 Innovationen. Ja, doch, machen wir.
dann haben wir noch mehr Innovation und dann kriegen wir jetzt schon in 4 Jahren unsere Geschichte hier. Das ist doch fantastisch. So, die Frage ist, welches Gesetz wollen wir als nächstes errichten? Und warum kann ich Skandinavien nicht gründen? Das ist natürlich auch nochmal sowas Ekelhaftes. Ich will doch nur Skandinavien gründen. Das ist doch nicht so schlimm. So böse, oder? Das sollten wir doch hinbekommen können. Bevölkerung wächst, das ist gut, aber nicht schnell genug. Haben wir irgendwo freie Valenzen, was die Bevölkerung angeht? Null. Das sind 25.000 tatsächlich in Gotaland. Dann geht doch mal in die Lebensmittelfabrik. Die sind auch schon fast voll. Gut, in Gotaland können wir tatsächlich ausbauen. Das ist schön. Wir haben auch Investitionsfonds. Hier haben wir auch ein paar freie, aber nicht wirklich viele. So, Gotaland. Was brauchst du? Brauchst du eine Eisenbahn? Nee. In Gotaland könnten wir tatsächlich noch 3 Häfen bauen. 4 Häfen sogar bauen. Da hätten wir viele Konvois. Das wäre eine Möglichkeit. Was könnten wir noch machen? Die Stahlwerke ausbauen. Das wäre auch sehr wichtig, glaube ich. Die Stahlwerke ausbauen, ja. Die Tuchfabriken sind auch sehr lukrativ. Handelszentren, okay. Eisenmine könnten wir auch ausbauen. Ja, die Eisenminen, das wäre auch wichtig. Wie steht denn Eisen im Moment? Wie steht im Moment Eisen? Eisen ist, glaube ich, sehr günstig, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Stahl auch eher günstig und... Ne, das ist Blei. Blei ist super günstig, aber wir haben auch kaum Blei. Wo ist denn das Eisen? Eisen ist hier. Eisen ist eher teuer. Das heißt, wir können die Eisenmine ausbauen. Dann bauen wir doch einmal die Eisenmine aus. Und die Tuchfabrik wäre auch nicht schlecht, oder? Die Kleidung günstiger machen. Kleidung. Ja, Luxuskleidung ist teuer. Wie schaut es mit normaler Kleidung aus? Ich glaube, die ist gar nicht so teuer. Motorwerke wäre auch eine Idee. Da sind die Möbel. Handfeuerwaffen sind ziemlich günstig. Artillerie ist, glaube ich, teuer, ne? Motoren sind teuer. Artillerie ist teuer. Und Kriegsschiffe sind teuer. Vielleicht können wir in die Richtung gehen. Und Glas wäre sehr teuer. Dann bauen wir hier noch eine Glashütte. Ja. Kriegsschiffe bedeutet, es wäre ein Hafen, aber den haben wir hier gar nicht. Also wir haben jetzt gesagt, eine Glashütte und eine Eisenmine. Vielleicht noch eine Glashütte. Was ist noch teuer? Irgendwas ist doch hier noch teuer, ne? Papier. Papier wäre noch teuer. Wo stellen wir Papier her? In der Papierfabrik wahrscheinlich, wenn es sowas gibt. Gibt es sowas? Ja, hier, Papierfabrik. Die sind auch sehr lukrativ, diese Papierfabriken. Also wir könnten hier noch eine Papierfabrik bauen. Warum eigentlich nicht? Hier. Genau, wir bauen hier einfach nur eine Papierfabrik hin. So, jetzt gehen wir jetzt wahrscheinlich erstmal ins Minus. Verteidigungspakt von Spanien. Da muss ich mir erstmal die politische Situation ein bisschen anschauen. Schaut mal, das ehemalige junge Mädchen ist inzwischen erwachsen geworden. Königin Isabel, und zwar ist sie 39 Jahre alt. Wahnsinn. Wir haben sie als kleines, junges Mädchen kennengelernt. So, Diplomatie. Sie sind für Rivalität mit Italien, mit Österreich und mit den USA. Wie sieht Frankreich die ganze Sache? Ja. Tja. Hier wird leider nicht gezeigt, wie die anderen das finden, ne? Aber ich glaube, ich nehme das mal. Wenn wir es annehmen, kostet uns das wiederum Einfluss wahrscheinlich. Ich nehme es aber trotzdem mal an. Ja, es kostet uns ziemlich viel Einfluss. Es passt schon. Mit Spanien Verteidigung, das kann so schlimm. Also es kann nicht viel schaden, sagen wir mal so, denke ich mal. So, ein Stefan von Essen ist gestorben, der Anführer der Intellektuellen. Ich glaube, das ist gut, weil der war, glaube ich, radikal. Nee, der Neue ist radikal, Frederik Danielsen. Er ist für allgemeines Wahlrecht, für Meinungsfreiheit und für garantierte Freiheitsrechte und kein Amt für Inneres.
Da können wir gleich mal gucken, wenn wir schon bei dem Thema sind, was können wir als Neues, als Nächstes auf den Weg bringen. Klassenwahl, da wären viele dafür. Kulturelle Ausgrenzung, Multikulti, die völlige Trennung, das gleiche zum Glaube. Garantierte Freiheitsrechte, Privatschulen. Ja, Privatschulen wären vielleicht gar nicht so uninteressant. Protektionismus, aber ich glaube, ich wollte die Grundschulen einführen und dafür die Kinderarbeit zum Prinzip verbieten. Öffentliche Krankenversicherung, Ordnungsausschüsse, das bedeutet minus 20% gefährliche Lebensarbeitsbedingungen. Aber wir hätten zusätzliche Bürokratiekosten. Arbeitsschutz ist auch höhere Bürokratiekosten und plus 50% Mindestgehalt, wenn ich das richtig sehe. Ja. Das ist natürlich schon, das ist schon die Ohne. Dafür haben wir aber mehrere neue Produktionsmethoden. Gar nicht so uninteressant. Hier ist die Grundschulpflicht. Im Moment haben wir Kinderarbeit. Das wäre was. Dann das Armengesetz. Plus 40% Sozialhilfezahlungen. Da hätten wir auch ein bisschen mehr Bürokratie. Bürokratie müssen wir eh ausbauen. Warum habe ich denn das jetzt nicht mit unserem Geld gemacht? Naja, egal. Ja, das müssten wir theoretisch schon tatsächlich machen. Gehaltssubventionen. Das ist auch sehr viel Bürokratie. Altersrenten, Zensuswahlrecht, allgemeines Wahlrecht, öffentliche Schulen, Kirchenschulen. Mehr Assimilierung hätten wir da. Ja, Versammlungsfreiheit. Im Moment haben wir Zensur. Geheimpolizei, kein offener Dissens, Räterepublik, Parlamentarische Republik. Ja, dann gehe ich jetzt erstmal in Richtung Grundschulpflicht, denke ich mal. Also im Moment haben wir Kinderarbeit. Dann haben wir plus 30% Angehörigen-Einkommen, dafür aber mehr Sterblichkeit. Angestellte Kinderarbeit wäre, könnten wir besser in die Bildung gehen und hätten weniger Sterblichkeit, wenn ich das sehe. Und Grundschulpflicht, da hätten wir sogar plus 2 Investitionen in Bildung, hätten dafür aber nicht weniger Einkommen bei den Leuten. Das mögen nur 11% und mögen 12,5% mögen das nicht. Das ist ein bisschen kritisch schon. Da würden die Industriellen tatsächlich sogar auf minus 21 gehen. Die würden direkt auf die Barrikaden gehen, wenn wir dieses Gesetz einführen. Für die eingeschränkte Kinderarbeit ist aber auch kaum jemand. Da würden sie auf minus 11 gehen. Naja, wir müssen jetzt unser Land erstmal ein bisschen konsolidieren, bevor wir da sowas machen, würde ich sagen. Gut. Die französische Kolonisierung von Tanganyika ist abgeschlossen. Okay. Und von französisch Kasambe ist auch abgeschlossen. Davon können wir nur träumen. 4 Jahre noch, bis wir diese Erfindung gemacht haben, damit wir hier schneller vorangehen. Tanganyika, wo ist denn das? War das hier irgendwo? Ja, da ist es. Tanganyika. Und das hier ist afrikanischer Grabenbruch und das ist Kenia. Ja, dann werden sie sich wahrscheinlich hier weiter ausbreiten, schätze ich. Und hier Elfenbeinküste, Volta, Timbuktu, inneres Mauretanien. Wo sind sie denn da noch gewesen? Hier vielleicht. Niger. Nee, das war ein anderer Name. Das war ein anderer Name. Gambia, Guinea, das war es auch nicht. Tja, wer weiß, vielleicht ist es hier irgendwo gewesen. Hier oben. Chotsk, das war es aber auch nicht. Naja, egal. So, lieber ein Käfer in der Hand als zwei im Ohr. Ja, das hört sich richtig an. Ein Käfer ist ins Ohr von Jan von Müller gekrabbelt. Ohne sorgfältige medizinische Hilfe könnte dies den Fortschritt der Expedition behindern. Wir sollten anhalten und ihn ordentlich versorgen. Oder wir können nicht anhalten. Gebt ihm das Messer. 50%, dass er verwundet ist und 50%, dass er Käfer im Ohr bekommt. Nee, wir lassen ihm das schon. Wir haben Zeit. Schlitzer, neue Opfer. Wir haben weitere Leichen in Sverland identifiziert. Die Opfer des Schlitzers von Stockholm wurden. Eine sorgfältige Ermittlung konnte Hinweise auf die Identität des Mörders liefern. Der Leichnam liegt erneut mit dem Gesicht nach unten und erneut gibt es einen langen dunklen Fleck, der über Nacht getrocknet ist. Der Inspektor tritt näher heran. Die Eingeweide des Opfers liegen wie Fleischsalat über dem Platz verstreut in der Mahlzeit. Sie sehen alle gleich aus. Der Mörder macht klare, präzise Schnitte. Wir sind uns sicher, dass er eine chirurgische Ausbildung hatte. Es ist ein zermürbender Anblick. Die Augen sind weiß und faulig wie verdorbene Milch.
Ein Junge beobachtet den Tatort von einem der Dächer aus. Der Inspektor macht eine Handbewegung, damit er verschwindet. Der Leichenhaufen wächst wie ein unvollendetes Gemälde. Wir müssen eine größere Untersuchung finanzieren. Minus 10% Autorität. Und Sverland bekommt plus 20% radikale, durch sinkenden Lebensstandard 5 Jahre lang. Oder diese Verbrechen scheinen in keinerlei Zusammenhang zu stehen. Wir bekommen einfach nur die Radikalen. Die Polizei wird den Mörder mit größerer Wahrscheinlichkeit fassen. Ja, dann machen wir das mal. Dann kriegen wir aber weniger Autorität. Da gehen wir ins Minus, was Autorität angeht. Das bedeutet wiederum, wir müssen hier bei der Diplomatielinse, nee, bei der Politiklinse, einige Politiken vielleicht abstellen. Und zwar, was haben wir denn hier? Rohstoffindustrie. Rohstoffindustrie, da werden wir hier mal die Rohstoffindustrie rausnehmen. Abbrechen. So, dann sind wir jetzt hier wieder im Plus. Okay. Grüneres Gras kostet auch 100, ne? Ja, schade. Okay. Sobald das hier fertig gebaut ist, werde ich mich mal um die Bataillone kümmern und die mal ausbauen. Oder die Flottillen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ein paar mehr Flotten. Papier, Glas und Eisen. Warum ist denn Eisen teuer? Ich habe doch die Eisen... Nee, wir bauen die Eisenminen gerade aus. Okay. Gut. Wir bauen die Eisenminen gerade aus. Das sollte sich dann also eingrenzen. Ich würde gern Finnland erobern. Aber da wird Russland was dagegen haben. Denke ich. Oder? Pass mal auf. Es gibt kein Diplomatiespiel gegen Finnland. Warum? Weil wir mit denen so gute Beziehungen haben wahrscheinlich, oder? Schätze ich mal. Marionettenzwang zum Beispiel gegen Finnland geht nicht, weil sie bereits Klientelland eines anderen Landes sind. Aha, sie können schon zu Russland offensichtlich. Die Beziehungen zwischen Schweden und dem Großfürstentum Finnland sind zu gut. Und Schweden hat einen Verteidigungspakt mit Russland. Alles gute Gründe, ja, absolut. Die Beziehungen zwischen Schweden und Russland sind auch zu gut. Ja, wunderbar. Okay, also das geht nicht. Wir sind mit Russland einfach zu stark verbündet. Verstehe, das macht keinen Sinn. So, wie lange dauert das noch hier? Das dauert noch... ich glaube, wir haben das nicht mehr. Wir haben das nicht mehr. Sehr schön. Diese 4300 Regierungsausgaben müssten, glaube ich... Die Zeit steht jetzt leider nicht mehr dabei. Expeditionen... Achso, der Expeditionen-Etat, der läuft einfach immer weiter, solange die Expedition läuft. Ja, das macht Sinn. Okay, wir haben diese ganzen negativen Sachen mit dem Geld haben wir hinter uns. Der Investitionsfonds ist jetzt leer. Und wir haben eine Wahl in 164 Tagen. Das werden wir aber im heutigen Stream nicht mehr erleben, weil ich werde demnächst mit dem Stream aufhören. Der Norddeutsche Bund hat sich immer noch nicht vergrößert. Ich möchte unbedingt rausfinden, wie ich Skandinavien gründen kann. Ich verstehe das nicht, warum ich das nicht hinbekomme. Es müsste eigentlich gehen. Da könnte ich nämlich hier diese ganzen Länder im Prinzip annektieren, in Anführungszeichen. Plus 10 Marinebasis. Ja, wir wollen die Marine ja eh ausbauen. Das passt ja perfekt. Und dieser Bug hier, dass das immer noch so komisch angezeigt wird, das macht mich auch irgendwie ein bisschen nervös, aber gut. Schwimmhäfen breiten sich aus, was auch immer Schwimmhäfen sind. Eisenpapier und Glas ist teuer, Artillerie ist teuer. Götaland ist inzwischen auch im Aufruhr. Was ist denn hier los, Leute? 25% Aufruhr. Ist doch nervig, oder? Das ist doch nervig. Vor allem, wenn mir nicht richtig angezeigt wird, was ich dagegen machen kann. Das ist das Problem. Ich weiß nur, okay, die Leute finden das blöd. Die finden irgendwas blöd. Also im Moment Rückgang des Lebensstandards finden die blöd. Aber wie man das genau fixen kann oder was man da machen kann, da wird man irgendwie, das findet man nicht so wirklich. Wir haben sehr viele Radikale. Aber was man genau gegen die Radikalen machen kann, da sind wir ein bisschen allein gelassen. Ich meine, wenn wir die Bauern hier wieder in Lohn und Brot bringen, dann ist das vielleicht auch schon was wert. Und das machen wir ja gerade, indem wir hier ausbauen. Die Papierfabrik, die Glashütte und so weiter haben wir ja alles ausgebaut. Gut, die Marinebasis können wir ausbauen. Da haben wir ja auch noch ein paar Leute. Was bringt denn das alles? Das bringt ein bisschen was an Moralschaden und so weiter. Kriegssegelschiffe plus 2 pro Stufe.
Wo haben wir denn Marine? Hier haben wir Marine in Scorne und hier wahrscheinlich auch, oder? Ja, 5 Stück. Anarchismus freigeschaltet. Namen Mahlzeit. Ein Gesetz. Ja, also ich baue hier jetzt mal 5 Marinebasen. Kostet uns das viel? Ich glaube, das kostet uns gar nicht so viel. Die dauern auch nicht so lang zu bauen. In 91 Tagen ist Wahl. Die 5 Marinebasen, ich weiß nicht, wie weit das dann hochgeht. Geht das dann auf 70 hoch? Wahrscheinlich geht es auf 70 hoch. Wir brauchen insgesamt 86. Und Bürokratie müssen wir ausbauen. Das werde ich dann wiederum hier machen. Regierungsverwaltung, genau. Okay. Gut, das schaut doch schon mal schön aus. Niedriger Marktzugriff in Gotland und in Hereroland. Da müssen wir in Gotland vielleicht doch nochmal einen Hafen bauen. Nee, jetzt sind wir bei Gotland wieder bei 100%, so schnell geht's. Oh, wir sind, doch bei Minus angekommen. Durch den Bau wahrscheinlich, weil wir doch jetzt sehr viel bauen. Papierfabrik dauert aber nicht mehr lang. Marinebasis, ja, und noch Regierungsverwaltung auch noch eingereiht. Jetzt sind wir wieder beim Plus. Ach, so schnell geht das. Plus, Minus, was ist denn? Ist doch egal. So, wird abgeschlossen, wenn die Expedition einen Fortschritt von 8 oder mehr erreicht. Mindestens einer der folgenden Bedingungen ist erfüllt. Die Expedition erreicht eine Gefahrenstufe von 8 oder höher. Oder die Expedition wird wegen fehlender Finanzierung und mangelnder Fortschritte aufgegeben. Aber wie viele Punkte haben wir jetzt gerade? Das wird uns irgendwie nicht angezeigt, ne? Das wird uns nicht angezeigt, wie viel wir jetzt gerade haben. Löst das Ereignis erfolgreiche Expedition aus? Plus 1 Regierungsausgaben und plus 1 Regierungsausgaben. Oder bei Fehlschlag plus 1 Regierungsausgaben. Naja, man kann das nicht richtig lesen. Ich schätze mal einfach, wenn es hier voll ist. Und die Gefahr wird nicht richtig angezeigt. Also zumindest nicht als Wert. Glas ist immer noch sehr teuer. Wir brauchen immer noch Konvois. Ja, das, daran ändert sich offensichtlich nichts. So. Die Marinebasen sind fast alle gebaut. Dann sind wir bei 6. Ach, schaut mal, wir sind nur bei 66 von 86. Ich dachte schon, dass es ein bisschen mehr Auswirkungen hat. Wenn wir jetzt 5 neue Marinebasen bauen, aber offensichtlich nicht. Na gut. Wir sind aber in Rang 10, das ist doch schön. Unsere derzeitige Expedition verläuft ohne Zwischenfälle. Na gut. Kann auch schlecht sein, weil dann kommt auch kein Fortschritt. Wir werden doch noch die Wahl erleben, weil das ja doch schneller ging, als ich dachte. Hier, diese Stadt ist schon ziemlich gewachsen, ne? Die sieht man jetzt eigentlich schon von ganz schön weit weg. Das ist interessant, wie viel haben wir hier? Das müsste doch hier oben eigentlich stehen. 21? Tatsächlich 21? Ja. Hey, dann können wir jetzt die Ausstellung machen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind jetzt in Norddeutschland interessiert, interessanterweise. Die Wahl ist gleich. Gleich ist Wahl. Ich bin gespannt, was rauskommt. Was haben wir? Die Radikale Partei und die Volkspartei. Das hat sich kaum was verändert. Wir könnten jetzt aber die Regierung umändern. Das könnten wir machen, wenn wir bestimmte Gesetze haben wollen. Wenn wir die jetzt hier noch mit reinnehmen würden, dann hätten wir minus 19. Ja. Das ist natürlich überhaupt nicht. Aber dafür könnten wir die wieder rausschmeißen. Dann hätten wir wieder 100. Hm. Bringt uns das was? Mag die Volkspartei irgendwas, was wir auch mögen? Hm. Jetzt sehen wir, wie finden wir das denn am besten raus? Und auch noch eine andere Frage, unterstützen wir immer noch jemanden, weil die Autorität, die bräuchten wir eigentlich jetzt gerade im Moment. Das sollten wir vielleicht auch noch rausfinden, ob wir gerade noch irgendjemanden unterstützen. Ich sehe die jetzt gerade nicht mehr hier. Die sind, glaube ich, hier, Regierungsumbildung verlassen, genau hier sind die. Ja, wir unterstützen die hier immer noch. Ich glaube, das mache ich mal weg. Dann haben wir nämlich unsere Autorität zurück und mit der Autorität können wir doch sicherlich was anfangen. Das machen wir dann im nächsten Stream. Da werde ich mich im nächsten Stream drum kümmern, was wir mit der Autorität anfangen können.
Die Bürokratie wird bald aufgefüllt, das ist gut. Worauf wollte ich gerade gucken? Ich wollte hier gerade gucken, ob wir irgendwo, ob die Industriellen irgendwas machen oder haben, was uns interessiert. Und das müsste doch hier stehen, ja. Die Oligarchie des Laissez-faire, das bedeutet weniger Zinsen, ja, Erlaubnis von Gebäudesubventionen, plus 50% Beitrag zum Investitionsfonds. Das wäre natürlich schon interessant, ne? Das wäre natürlich schon sehr interessant. Der Freihandel. Das haben wir, hier steht leider nicht, was wir im Moment haben. Private Krankenversicherung, Migrationskontrolle, Klassenwahl. Privatschulen und Armengesetz. Ja, dieses Laissez-faire Wirtschaftssystem wäre vielleicht doch gar nicht uninteressant. Schauen wir mal hier, Wirtschaftssystem. Wir haben im Moment Interventionismus. Ja, Erlaubnis für Gebäudesubventionen, 5% Beitrag zum Investitionsfonds und 25% von den Kapitalisten. Laissez-faire wäre 50% und minus 25% Anleihenzins, was doch im Moment sehr nützlich wäre. Das wird von den Industriellen gebilligt. Die werden dann für uns. Die Landbewohner, die Grundbesitzer mögen es nicht, aber die interessieren uns nicht wirklich. Und die Gewerkschafter finden es auch blöd. Okay. Agrarismus wäre dann eher Richtung Agrartraditionalismus, weniger Bürokratiekosten. Ich glaube, das hatten wir mal, oder? Hatten wir das mal? Ich dachte schon, ob die Planwirtschaft, 25% Autorität, 25% Besteuerungskapazität, ja für verordnete Subventionen. Und da hätten wir mehr Produktionsmethoden und verbietet aber auch Produktionsmethoden. Dafür bräuchten wir aber erstmal die Zentralplanung und die haben wir, glaube ich, nicht. Aber Laissez-faire fände ich eigentlich gar nicht so uninteressant. Eine der folgenden Bedingungen muss erfüllt sein. Verboten durch die Leibeigenschaft, verboten durch den Isolationismus in Handelspolitik. Ist aber beides inaktiv. Wir könnten es eigentlich schon einführen, ne? Wir könnten das schon einführen. Ich fände das ganz gut. Die Gewerkschafter sind halt dagegen. Schauen wir uns mal ganz kurz die Gewerkschafter an. Wo sind denn die? Die sind hier, das sind 10%. Sie sind Pazifisten, deswegen sind sie dagegen. Nein, deswegen sind sie nicht dagegen, sie sind allgemein dagegen. Sie sind bei minus 2. Also die Streitkräfte rausschmeißen und dafür die Industriellen reinholen. Das mache ich jetzt, komm. Industriellen rein, Streitkräfte raus. Da haben wir wieder 100 Legitimität, das bestätigen wir. Und wollen als Gesetz Laissez-faire einführen. Zack. Probieren wir mal. Probieren wir es mal. Im Moment haben wir eine 12% Chance, dass wir es schaffen. Das ist doch sehr schön. Jetzt will ich noch kurz die Bürokratie fixen, bevor wir dann Sozialkritik aktiviert, deaktiviert, industriellen Motor des Fortschritts aktiviert, plus minus 10% Technikkosten für die Produktion. Und sie sind wütend, minus 15% Staatsbaueffizienz. Bedeutet das, dass wir hier jetzt schneller sind? 34 Monate nur noch. Ich glaube, ja, weil wir ja in Produktion sind. Genau, das ist ja eine Technologie aus der Produktion, glaube ich, oder? Was wir da gerade erforschen. Nein, das müsste Gesellschaft sein. Ja, es ist Gesellschaft. Also hat sich da nichts verändert. Wir hätten so oder so nur noch 34 Monate gebraucht. So, jetzt baut mal hier zügig unsere Regierungsverwaltung, damit wir da schnell die Bürokratie fixen können. Und in Gotland brauchen wir noch einen Hafen. Die Lebensmittelfabriken haben leider nicht genug Angestellte, aber immerhin ein paar. Das ist doch nicht schlecht. Ja, einen Hafen müssen wir trotzdem noch bauen. Aber der braucht auch wieder Angestellte, 5000. Das wird ein bisschen schwieriger. Wie schaut es denn mit dem Transport inzwischen aus eigentlich? Der Transport liegt bei plus 40, also da müssten wir vielleicht auch noch ein bisschen was ausbauen. Nee, nicht viele Mitglieder, um Gottes Willen. Marktpreis wollte ich sortieren. Porzellan ist teuer. Luxuskleidung und leider auch die Kriegsschiffe. Da müssen wir nochmal nachjustieren. Die Motoren sind teuer. Ja, Papier auch noch. Fisch ist auch relativ teuer. Dünger, Tabak, Stahl. Nee, doch Stahl. Stahl, Eisen, okay. Da hat sich schon einiges verändert jetzt.
So, und hier haben wir einen Skandal. Die Polizei hat ein berüchtigtes Lustknabenbordell geschlossen. Ein Lustknabenbordell. Der festgenommene Besitzer hat offenbart, dass Olaf Selgren zu seinen Kunden zählte und diese Information an die Presse durchgestochen. Ein unbeschreiblich widerlicher Skandal hat sich in Sverdland zugetragen. Die festgenommenen Jungen haben gestanden und eine wichtige Zeitung, die Abendpost, berichtete, es werde bald noch mehr sensationelle Neuigkeiten zu dieser Affäre geben. 22 beschuldigte Männer, Blaublütige und auch andere, sind aus Schweden geflüchtet. Geflüchtet gleich. Olaf Selgren muss sofort zurücktreten. Wer ist das denn? Das muss ich mir vorher anschauen. Und wir suchen die Geschichte zu vertuschen. Ja, wir müssen uns kurz mal die Typen anschauen. Wo ist der denn überhaupt? Der ist bei den Industriellen. Und was ist das für ein Typ? Ganz kurz mal gucken. Er ist romantisch, das interessiert mich eigentlich nicht. Er ist Marktliberaler. Das bedeutet, er ist für den Freihandel, für die Kinderarbeit und für den Laissez-faire. Und zwar stark für den Laissez-faire. Das heißt, wenn er jetzt wegkommt, dann unterstützen die den Laissez-faire nicht mehr. Kann das sein? Das wäre blöd. Das wäre blöd. Aber vielleicht kommt ja wieder ein... Vielleicht kommt ja wieder ein Marktliberaler. Ich glaube, wir versuchen das mal zu vertuschen. Komm. So, örtliche Steuern. Ein örtlicher Herrscher hat darum gebeten, dass ein Hongo bezahlt wird, wenn man durch ihr Land reist. Eine Art zusätzliche Steuer. Die Steuer bezahlen. Die Expedition erhält Fortschritt oder nicht bezahlen. Ja, doch, wir bezahlen. Komm. Für 5 Jahre, ja. Wir möchten jetzt die Expedition endlich mal beenden. Wir sind schon sehr, sehr weit. Also es wäre schade, wenn wir jetzt auch nochmal hier vor verschlossenen Toren dann auch... So. Wenn wir dann kurz vor knapp das irgendwie nicht schaffen. Gut, die Bürokratie muss hier noch Leute anstellen. Das haben sie jetzt geschafft. Und das bedeutet, dass wir jetzt wieder Plus in der Bürokratie haben. Aber das reicht uns noch nicht. Wir bräuchten eigentlich noch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal den großen Kredit zurückzahlen, damit wir die Zinsen nicht mehr so stark zahlen müssen. Das ist das nächste Ziel. Ja, die Zinsen zurückzahlen und dann hier stark investieren. Zum Beispiel auch mal endlich Papier und Glas. Können wir Papier und Glas importieren? Denn mir reicht es jetzt hier mit denen. Mir reicht es jetzt hier mit den teuren Nachrichten. Ja. Wir könnten aus Russland importieren, aber es wäre sehr teuer. Aber Glas würde dafür billiger werden. Ja. Bringt uns aber jetzt, glaube ich, nicht so viel. Und was ist das Zweite, was zu teuer ist? Da war doch noch was. Ich glaube, Kriegssegelschiffe, ne? Die könnten wir aber gut importieren. Aber leider nur gegen Bürokratiekosten. Hier aus Persien könnten wir sogar eine richtig große Menge an Kriegssegelschiffe bekommen. Ja, mache ich das trotzdem mal. Okay. Was war das Zweite noch? Ich habe es schon wieder vergessen. Papier aus Frankreich, warum nicht? Und aus Britannien, warum nicht? Und was haben wir noch? Norddeutschland, warum nicht? So, jetzt sollte Papier aber doch günstig werden. Artillerie brauchen wir auch. Können wir das vielleicht importieren? Niedriger Marktzugriff jetzt wiederum. Glas und Wein. Artillerie. Ich guck mal ganz kurz nach Artillerie. Import-Artillerie. Ach, guck mal das an. Da machen wir sogar einen Haufen Gewinn. Aus Frankreich auch noch. Ja, Britannien ist eher schlecht. Ah, das reicht vielleicht schon. Warten wir mal den Monat ab und schauen, was sich verändert. Na? Gar nichts verändert sich. Moment. Ich glaube, jede Woche, ne, jeder Monat kommt der Bericht. Ne? Ich mache mal schneller. Jetzt kommt der Bericht. So. Derzeit der Expedition. Verläuft ohne Zwischenfälle, das ist schön. Und jetzt kommt der Bericht. So, die Artillerie. Der Tee ist teurer geworden, der Artillerie ist billiger geworden, sehr schön. Papier ist billiger geworden, nicht so viel, aber ein bisschen. Und hilft es schon, dass es hier oben nicht mehr angezeigt wird? Nö, natürlich nicht.
Hier reicht es aber. Die Artillerie wird nicht mehr angezeigt. Die Kriegssegelschiffe sind immer noch sehr teuer. Und da könnten wir eventuell nochmal die Häfen ausbauen. Der Hafen ist nicht der richtige. Hier ist das. Die Schiffswerften waren das, genau. Wir haben hier sogar ein paar Arbeitslose. Wir könnten die Schiffswerften... Ja, aber die Arbeitslosen müssen hier rein. Ja, die müssen in die Waffenfabrik. Die Arbeitslosen müssen in die Waffenfabrik. Könnten wir in die Hinterlader einstellen. Wir bräuchten mehr Stahl. Hätten dann auch mehr Artillerie. Wir bräuchten weniger Eisen. Ja, das mache ich mal. Ich stelle das mal um. Haben wir noch mehr Waffenfabriken? Ich glaube schon, oder? Ja. Wir stellen die mal alle auf Hinterlader und... Ja, hier ist die Frage. Werkzeug, Stahl, Hartholz oder Repetiergewehre. Mehr Stahl. Aber das können wir uns jetzt leisten. Mache ich das mal. Das mache ich mal. Wie schaut es eigentlich mit den Stadtzentren aus? Elektrische Laternen, dafür bräuchten wir Strom, ne? Haben wir noch nicht. Wie kriegen wir Strom? Das schaue ich mal ganz kurz. Kraftwerke bräuchten wir dafür. Und für Kraftwerke wiederum brauchen wir Stromerzeugung. Stromerzeugung haben wir aber schon. Wir könnten schon Kraftwerke bauen. Schaut mal, hier haben wir 30.000 Arbeitslose. Können wir hier ein Kraftwerk bauen? Ja, wir können hier ein Kraftwerk bauen. Wäre plus 7 Infrastruktur tatsächlich dann sogar. 100% Marktzugriff? Nein, 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 das ist was anderes. Da wird nur angezeigt, wie viele Arbeitslose wir haben. 600 Bau. Oh, das ist schön. Das ist schön. Ich weiß aber nicht, ob das über den Investitionsfonds abgedeckt ist. Aber ein Kraftwerk wäre natürlich schön. Dann könnten wir nämlich in den Strom gehen. Und wer braucht alles Strom? Das müssen wir uns doch nochmal angucken. Das gucken wir uns aber beim nächsten Mal an. Für heute werde ich jetzt erstmal aufhören. Wir haben ziemlich viel geschafft. Was wollten wir alles schaffen? Mal kurz mal in den Streaming-Titel. Kolonie ausbauen, ja, und Expedition starten. Haben wir beides so ein bisschen zumindest in die richtige Richtung gemacht. Also wir müssen jetzt hier diese Technologie noch durchsetzen, 31 Monate, dann können wir unsere Kolonie so richtig ausbauen. Wo bin ich denn jetzt? Mitten im Pazifik gelandet. So, genau. Also, jetzt werde ich erstmal in den Quatschmodus gehen.